kann ich so aussehen lassen. So, moin! Moin! Das ist eigentlich schon zu viel Moin. Ich muss mir schnell eine Bockwurst reinpfeifen und eine Zigarette. Ich bin gerade von einem Vortrag zurückgekommen. Das heißt, ich hatte irgendwie 7 Minuten Zeit. Und ich hatte ein bisschen Hunger. War ein cooler Vortrag heute an der Berufsschule in Ahrensburg. Moin! Das war bei mir auch mal um die Ecke, was ich dann auch sehr gut fand. Und schön, dass ihr mit dabei seid zum dritten Teil der Kasra Tsagaran Story. Ich bin ja im guten Austausch mit dem Kasra. Wir haben uns da auch verabredet, hoffen, dass wir da im ersten Halbjahr noch einen Termin hinkriegen. Ist ein sehr netter Kontakt und ich hoffe, dass wir da was machen. Hat auch gesagt, dass dann Community-Fragen und so gewünscht sind. Das findet er auch gut und dann können wir da ein bisschen was machen. Also schön, dass ihr mit dabei seid. Meine Stimme ist jetzt schon ein bisschen angeschlagen, aber wir steigen gleich rein. Ich genieße noch kurz die Arbeit danach, Zigarette und die währenddessen. Und dann wünsche ich uns allen auf jeden Fall nachher erstmal ein paar schöne Ostertage. Für mich geht es ja nachher nach Sylt. Bin ja eigentlich auch in meinem Urlaub, aber diese Story wollte ich dann heute zu Ende bringen. Da sind wir ja zum Geburtstag eingeladen, freue ich mich auf die nächsten Tage. Also, schön, dass ihr mit dabei seid und dann steigen wir jetzt auch gleich in die Doku rein. Und dann ist das die Flair-Teile, die fehlen. Da gab es dann, glaube ich, eine Abmahnung oder Rechtsstreit und so weiter. Da will ich mich nicht drauf einlassen. Auf den Rechtsstreit habe ich so gerade gar keinen Bock. Und von daher werde ich das lassen. Das war, wir hatten einen Streit mit Kurden damals in Kiew. Okay, ich habe meine Kopfhörer nicht ausgewählt. Ich hatte keine Zeit, mich vorzubereiten. Einen Moment, ich muss mal meine Kopfhörer auswählen. Hä? Wieso zeigt die nicht an da? Jetzt aber. Vertreten sind in Kiew. Also schon ihren Platz zu haben, ne? Kiew ist nicht wirklich groß. Und Kurden haben da was zu sagen gehabt zu der Zeit. Ich weiß nicht, mit Sicherheit heute auch noch so. Ich habe da keinen Kontakt mehr, zum Glück. Aber damals war. Also hört man da auch schon raus, da kein Kontakt mehr in Kiel. Kiel war immer ein heißes Pflaster. Kiel war viel los. Ihr wisst ja noch, heute ist Labö fällig. Ja, Kiel war schon immer was. Ich kann es immer wieder nur wiederholen. Schönste an Kiel ist die Straße nach Lübeck. Das ist einfach so. Und aber in Kiel war schon immer viel los. Ganz unterschiedliche, auch viel dänischer Einfluss schon in Kiel. Und aber gut, da spricht der Kasra das auch aus, was so ist. Da hat man dann in die Milieus, wer wie wo was wo mitmischt, hat man da auch keinen Einblick mehr drin. Achso, und es ist zu einer Auseinandersetzung gekommen am Hauptbahnhof. Da gibt es so eine kleine Spielecke mit so, also Spielhalle und so Zocker und Billard und sowas alles. Und da war so eine offene Bar. Und da saßen wir dann, wir kamen von der Veranstaltung, so 10, 15 Mann. Und da waren so 3, 4 Kurden dabei. Und dann ging es um irgendwelche Läufer, die Koks verkauft haben in Kielgarden. Von denen, aber in dem Gebiet von einem von unseren Mann. Und dann gab es so eine verbale Auseinandersetzung, die dann in der Messerstecherei, oder Massenschlägerei eher gesagt, ausgeartet ist. Ja, dieses Phänomen Messer haben wir auch schon behandelt. Ist leider wieder so hip geworden, Messer mitzunehmen, habe ich eben gerade auch drüber gesprochen. Ja, dieses mit den Gebieten und da rein Geschäfte wegzunehmen, wer sich auf dieses Geschäft einlässt, auch den Drogenhandel und glaubt, er kann sich da aus allem raushalten, das wird nicht gehen. Verkaufst du irgendwas, nimmst du irgendjemand anderem das Geschäft weg. So einfach ist das. Und wenn jemand weniger verdient, hat keiner Bock drauf. Das war so, der eine hat mit dem gesprochen und dann hat auf einmal einer von den Kurden ein Messer gezogen und hat ihn das im Oberschenkel gestochen, so mitten im Gespräch. So, und dann ist natürlich eskaliert, sind alle rauf auf die auf uns, das wurde um und her gestochen. Die komplette Bar wurde aus, dann musst du dir mal vorstellen, am helllichten Tag, 15 Uhr, Hauptbahnhof und so einer bewegten Ecke, ja, Bar, fliegt da alles auseinander. Also die ganze komplette Bar wurde auseinandergenommen. Überall war Blut, 2 sind liegen geblieben, der eine Kurde ist abgehauen, der Mann hat einen Finger verloren, der andere Mann von uns ist auch blutend, der ist fast gestorben, ist durch 3-4 Liter Blut verloren, das war knapp vom Tod. Ja, 3-4 Liter, ich weiß nicht, funktioniert der Körper da noch weiter? Ich weiß nicht, wie viel Blut so ein Körper verlieren kann, das weiß ich nicht, ich bin jetzt kein Arzt. Aber was haben wir im Körper? 7-8 Liter? Keine Ahnung, ist auf jeden Fall schon viel. Das sind so Situationen, die ich mir gar nicht mehr vorstellen kann. Ich will das nicht sehen, ich will nicht dabei sein, ich gönne das keinen anderen.
wir dürfen nicht vergessen, 15 Uhr irgendwo in der Innenstadt, man hat halt drauf geschissen auf alles andere, ne? Dieses Ego, wegen was, dann hat irgendjemand was Disrespektierliches gesagt und dann fühlte sich jemand seinem Ego angegriffen und dann Messer und verlieren, für was denn da? Für was denn? Ja, spontaner Dreck schreibt gerade, ja, die Klarnamen bitte nicht so schreiben, dann wiederhole ich das nicht, bitte nicht die Klarschramm schreiben, ne? Das war richtig krass und dann sind wir da erstmal weg und das war ungewöhnlich für Kiel. Kiel ist eine ruhige Stadt. Die Hells Angels dort wollen ihr Geschäft machen. Die haben Also Kiel war nicht immer eine ruhige Stadt, habe ich anders in Erinnerung. Da war schon immer was los. Viel. Ich glaube, das, was er sagen will, ist, die Hells Angels dort hatten großen Einfluss damals. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Julia, vielen lieben Dank. Ist ja auch verboten worden. Er hatte ja auch im zweiten Teil, den wir hier gemacht haben, gesagt, ja, war ein spezielles Charter, aber sehr lange dabei, viele Altgediente, viel Verbindung Dänemark, dann auch die Flensburger mit dazu, auch verboten, dann ja mit den Bandidos hier Krieg geführt, die dann sich dort in Wahlstedt, Segeberg niedergelassen haben, die auch nicht zurückgezogen haben. Also, was er, glaube ich, sagt, die haben ihre Geschäfte gemacht im Verborgenen, wussten, je mehr Krawall auf den Straßen ist, umso mehr guckt die Polizei hin. die Küste unter Kontrolle, die Puffs gehören denen. Die sind damals mit den Albanern sehr gut gewesen. Geld lief, keine Kopfschmerzen. Kaum waren die Supporter da, die Jungs, die so mein Schlag waren, fliegt der ganze Laden auseinander. Polizei kommt. Die Polizei hat sehr wenig Druck damals gemacht. Und Ja, das ist natürlich klar. Die Alten haben ihr Auskommen, die haben ihre Läden, die haben ihre Geschäfte, die haben ihr festes Einkommen aus den ganz gewissen, ja genau, korrigiere, der lange Blonde, ja, ist so. Und viele der Clubs haben sich nachher geärgert, dass sie so Kampfgruppen gebildet haben, Support-Clubs und so weiter. Altid klar, aus Dänemark, hier AK-81, allzeit bereit. Das waren natürlich junge, hungrige Leute, die von der Hand in den Mund gelebt haben. Ne? Und Heiko Schrang, bester Mann. Dankeschön, Julia. Das war dann nachher auch nicht mehr zu führen. Das war nicht mehr zu führen. Die haben halt teilweise wilde Sau gespielt und haben auch alle möglichen Leute angegriffen und Geschäfte gemacht, trotz irgendwelcher Absprachen. Das hat richtig viel Ärger gebracht. ist komplett gekippt. Polizei macht Druck, Razzien. Dann sind die damals, die hatten engen Kontakt mit dem Dirk, damals der Präsident Hells Angels in Kiel. Ich weiß nicht, ob das heute noch ist. Damals war es auf jeden Okay, so viel zum Thema Klarnamen. Ich versuche hier noch Klarnamen rauszuhalten, alles klar. Ja, wurde der lange Blonde genannt. Habe ich zwei, dreimal auch nur persönlich getroffen, aber nie irgendwie in die Interaktion bekommen, weil die auch teilweise mit Hamburg dann befreundet waren. Ja. jeden Fall auch Multimillionär, extremer Geschäftsmann, die ganzen Puffs mit ihm und so, das waren alles Seins damals. Sind sie mir, hey, du musst was machen, die Jungs müssen weg. Es gab dann so eine Kontaktperson und gesagt, ey, sonst nehmen wir euch hier alles auseinander, ihr kriegt wir sonst Berliner Verhältnisse nach dem Motto. Damals wusste ich noch nicht, was er damit meinte, aber heute weiß ich es. Und haben gesagt, okay, alles klar, wir lösen die auf. Und Kiel hat dann entschieden, die Supportergruppe aufzulösen und dann hängen wir da so in den Seilen. Und es gab so ein paar Jungs, die Potenzial hatten, Hells Angel zu werden, und ich war einer davon. Ne? Und dann hieß es, ja, komm, gehst nach Hamburg. Ja, dann nimmt man, dann, das ist so ganz klar. Natürlich gucken die Leute dann nach den stabilsten, nach den krassesten, das ist so. Und sagen, okay, da komm, dann mach bei uns mit. Du hast dann diese Gruppe von 20 Supportern, davon waren dann, ja, viel Menschenmaterial, wo du nichts mit anfangen konntest, so hart das klingt. Und dann sprichst du halt die vier, fünf anderen an und sagst, pass auf, wir lösen das auf, aber ihr kriegt eine Chance hier bei uns. Ganz klassischer Werdegang. Und dann haben der Dirk damals mit mir gesprochen, meinte, ey, pass auf, Junge, du bist ein guter Junge. Ich glaube aber nicht, dass du wirtschaftlich so stark bist, bei uns mitzuhalten, weil allein Einstieg kostet 10.000 Euro und alles drum und dran. Die waren schon, das sind riesige Geschäftsleute gewesen. Ist. Und Ja, nur schon der Einstieg, also dass du überhaupt mitmachen darfst, 10.000 Euro, dann musst du das Motorrad vorweisen, musst die Patches noch kaufen, dann hast du einen monatlichen hohen Clubbeitrag mit Sicherheit. Das Leben musst du dir erstmal finanzieren können. Also in Teilen der Chartern haben sogar Abzeichen mal 20.000 bis 25.000 Euro gekostet, wie du dich dann im Endeffekt auch noch nachher einkaufen musstest. Das heißt noch nicht, wenn du das Geld bezahlt hast, dass du auch Mitglied wirst. Also so einfach war es dann auch nicht. ich hatte halt einfach die potenzielle
Also diese Power finanziell einfach nicht, das zu stemmen, obwohl ich gutes Geld verdient habe. Meinte, aber ich will dich nicht verlieren, der Club. Deswegen gehen wir nach Hamburg. Damals haben die gerade so ein neues Charter aufgebaut, auch mit Migranten, Southport damals, mit dem Dari, mit einschlägig bekannten Jungs so. Ja, also wenn er die Namen da nennt, das waren ja auch unsere Kontakte in Hamburg. Dari ist ja der von dem Mongol niedergeschossen wurde. Ich glaube, der immer noch im Rollstuhl sitzt. Gibt es dann auch sehr, sehr viele Videos drüber, besonders in dem Krieg gegen die Mongols damals in Hamburg. Mit Southport hatten wir auch sehr viel zu tun. Da waren viele Altgediente, die selber haben sich auch so als Kanakencharter bezeichnet. Und mit denen waren wir auch wirklich dicke. Und geh mal dahin. Dann bin ich dahin ein paar Mal und habe gesehen, ey, das sind genau die Jungs, die ich immer gemieden habe in Hamburg. Diese ganzen Zuhälter, Rotlicht-Jungs, die da überall umtriebig waren, keine Loyalität kannten, nichts irgendwie, ja, null nicht gerade waren und so und was auch immer. Und das war überhaupt nicht meins. Da war ich zwei, dreimal dabei. Dann war damals der Präsident Philipp, der war Geschäftsführer von Atmos. Das ist so ein. Hier haut er aber wirklich alle Informationen raus, die ich anonymisiere. Also, ja, ich will ja jetzt eigentlich meinen Senf nicht zu. Ich will mir da ein bisschen treu bleiben und die Leute nicht persönlich vorführen. Mit Philipp war ich auch gut bekannt, auch privat. Und das war auch der Sauna-Club, wo wir dann nachher hingefahren sind, mit dem wir da nachher rumgelungert haben. Und ich würde das aus meiner Sicht, den persönlichen Input dazu, ein bisschen lassen, aber ich greife das jetzt hier auf, aber das war genau unser Kontakt, mit dem wir sehr, sehr enge waren. FKK damals gewesen, dass die Albaner geführt haben. Und er war der Geschäftsführer. Der konnte mich nicht leiden, weil ich ihm. Ja, die Mobil gehörte, also das waren zwei Geschäftsführer geteilt und Philipp ist dann nachher auch mit verhaftet worden, mal für einen angeblichen Mord dort in Kiel, ist dann gekommen, rausgelassen worden, ist dann aus den Helsinki raus, ist dann ein Jahr später oder 2 Jahre später, glaube ich, wieder bei denen eingetreten. Naja, nur die Vornamen ist doch okay, ich weiß es nicht, muss nicht sein. Aus meiner Sicht muss es nicht sein, aber gut. Okay, die kamen nicht klar. Ich sage mal so, mit dem Präsidenten zurechtzukommen, war nicht ganz so einfach, auch für das eigene Charter. Das wurde sehr, sehr autoritär geführt. Sehr, also autoritär ist, glaube ich, noch untertrieben. Untertrieben. Wahrscheinlich zu präsent war, charakterlich, und er hat mich dann noch so beiseite geschoben und hin und her. Und mit dem einzigen, den ich damals verstanden habe, das war der Resan damals aus Bremen, der heute vermisst wird, wo man geht davon aus, dass man ihn getötet hat. 2017 ist er Himmel, verschwunden. Gewitter. Mit dem war ich sehr gut, wir haben uns verstanden und so. Ja, verschwunden ist. Also das ist ja auch so ein Fall. Ja, kann man mal sehen, aber es werden nachher halt auch alles Brüder, ne? Ja. Es sind halt auch Brüder nachher, die du eigentlich nicht leiden kannst. Er meinte auch, ey, geh von hier weg, das hat keinen Sinn, die reden viel über dich, die machen das Leben hier schwer. Und ich habe gesagt, ich will auch nicht bleiben. Und dann bin ich nach Berlin gekommen. Dann habe ich Kadi angerufen, das werde ich nicht vergessen, meinte, ey, der kannte mich ja schon. Meinte, ey, bei mir funktioniert es nicht mehr, hin und her, habt ihr irgendwie, ich würde gerne zu euch nach Berlin kommen und so hin und her. Meinte, ey, Dicker, du weißt, wo wir sind, komm einfach vorbei, wir quatschen. Dann bin ich ins Auto damals mit meinem S500, weiß noch, den blauen so. Bin ich eingestiegen, vollgetankt, bin direkt nach Berlin gefahren. Bin angekommen und das war für mich so, damals war so geil. Clubhaus, Jungs, alle, die wir denken, alle gleich, alle so mein Alter, Migranten, alle machen ihr Geld so auf dieselbe Art und Weise. Verstehe ich jetzt nicht, wo der Unterschied zu Hamburg war. Also vielleicht durch die Führung von dem Präsidenten, aber ich glaube, Kadis Führung war nicht sehr unterschiedlich zu der von Philipp aus Hamburg. Das kann ich jetzt aber nicht verifizieren. Aber die haben doch auch in den gleichen Geschäften. Ich meine, er hat jetzt durchblicken lassen, in Hamburg, da war nicht alles gerade oder so. Ja, aber ich glaube, das ist dann so eine eher persönliche Ebene, wo es dann nicht klappt, ne? Richtig cooler Zusammenhalt, Brüder und ja, es war einfach so, es hat einfach gepasst, so damals. Habe ich angenommen. So hat sich das auch angefühlt.
Ja, und dann bin ich da reingekommen und dann bin ich da mitgelaufen, habe Zeit verbracht. Das ist ja so ein Club, weißt du, du verbringst Zeit und dann guckt man, ob es passt und dann steigst du auf mit Zustimmung aller Mitglieder. Und bin viel im Nachtleben unterwegs gewesen, hatte damals schon in die Musikszene viel, viel Kontakte, aber damals ist es noch mal mehr geworden. Ja, ist ein bisschen kurz gefasst. Es ist schade. Ich hoffe, dass wir das im persönlichen Gespräch noch mal ein bisschen intensivieren können. Also diese Reise, ja, hast du rumgegangen, hast deine Dienste gemacht und bist dann aufgestiegen mit der Zustimmung aller Member. Da fragt die Zeit, was musstest du dafür tun, was hat es gekostet, wie das so abgelaufen ist, wie der Unterschied zwischen Präsident, Member, Prospekt, Hänger und so weiter war. Das sind natürlich die Dinge, die mich dann schon so interessieren. Und das imposiert dir natürlich alles, ne? Du bist auf einmal so Musikszene und dies und das, und obwohl man das schon kannte, aber es ist dann alles so im Club-Kontext. Und ja, das war einfach hat mir damals sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ach so, wird, das war das. Also erstmal ist es so, um überhaupt Club-relevant zu werden, musst du erstmal jemanden kennen, der irgendwie im Club ist. Am besten ist, im Normalfall ist es ein Vollmitglied. Und der ist dann sozusagen, der bürgt für dich, mehr oder weniger. Sagt, ey, das ist cool, komm mal mit und so. Und die Leute wissen, okay, wenn er mitbringt, das ist dann so unausgesprochen, dann kommt er mal mit, dann geht man mal essen, erstmal beim Clubhaus dabei. Dann ist mal Veranstaltung, lädt man ihn ein, kommt mit zur Tattoo-Convention und so. Nicht so Club-interne, sondern einfach so Veranstaltung. Man läuft mal mit, so als Freund des Clubs, nennt man das dann. Ja, und dann guckt man sich die an, passt es menschlich? Das ist wie so ein Verein, weißt du, muss man sich vorstellen. Passt es das? Mögen die Leute ihn? Ist er gern gesehen? Haben wir dieselben Themen? Tickt er vom Mindset genauso wie wir? Ist es ein stabiler Kerl? Bringt er was mit? Ist er wirtschaftlich? Macht er sein Ding? Ja, diese Dinge, also es geht nicht nur um die Sympathie da, ja, ist ein cooler, netter Typ, der immer lustig und spaßig ist, mit dem man irgendwie Pferde stehlen kann, sondern da geht es wirklich um Pferde stehlen und nicht nur Sprichwort. Ja, das mit jemandem kennen und dann reinbringen und bürgen, da ist natürlich Wahrheit drin. Das ist aber auch eine große Gefahr für viele, ne, wenn man dann ihn vorgestellt hat und so weiter, der wird heute auch nicht mit Applaus begrüßt werden. Bei den beiden Beinen im Leben, also macht er Geschäfte, ist kein Schmarotzer und kann sich durchsetzen. Und wenn das passt, dann spricht man mit ihm und dann sagt man, ey, pass auf, hast du Bock? Das macht man eigentlich schon, kriegt man vorher schon mit, hört man ja schon raus. Und dann kommt der Zeitpunkt, wo man dann intern drüber abstimmt, ey, wir wollen ihn aufnehmen als Hangaround und Also dazu gehört bei den meisten auch ein Vorstellungsgespräch, dass du dich vorstellst, wer du bist und so weiter. Das gehört alles dazu, muss dann in die Club-Meetings mal rein, müssen alle einstimmig zustimmen. Aber das ist auch oft eine Entscheidung der Führung, ne? Also XY-Member kann da nicht einfach Nein sagen. Das ist oft auch von der Führung, von Präsident, Vizepräsident, Sergeant wird das auch gesteuert. Da kann sich nicht jedes kleines Mitglied sagen, nee, auf den habe ich keinen Bock, das muss schon auch irgendwie begründet werden. Kann natürlich so sein bei einigen Chartern, aber oft habe ich das erlebt, dass es einfach schon die Entscheidung der Führung war, die da das uneingeschränkte Melden haben. wer ist dafür, dann wird abgestimmt, es muss immer einstimmig sein. Und dann ist das so die erste Stufe für das Hells Angels Vollmitgliedabzeichen, Vielen also Danke. Full-Page. Und dann steigt man ein und das geht Minimum 3 Monate, also dieses Hangaround-Dasein. Minimum 3 Monate, kann auch 5 Jahre gehen, das entscheidet das Charter immer individuell, aber es müssen mindestens 3 Monate sein. Das war vielen elitären Chartern auch viel zu schnell alles. Wie in Deutschland die Leute aufgenommen worden sind oder teilweise in Europa. Es gibt die Leute, die teilweise 1, 2 Jahre Hänger sind, 3, 4, 5 Jahre Prospekt. Und man sagt ja generell, sagt man, man lernt einen Menschen erst etwas besser kennen nach 2 Jahren. Und das ist auf große Kritik gestoßen, dass so gut wie jeder, wenn er ein Jahr dabei war und ein bisschen funktioniert hat, dann das Patch bekommen hat. Da waren viele der Alten, die dann noch in den USA geflogen sind, in der Schweiz, Dänemark sich vorgestellt haben und so weiter, die haben gedacht, das Patch wird jetzt irgendwie durch die Gegend geschmissen. Das hat zu einem gewissen Frust geführt bei vielen der Alten und bei vielen der sich für elitär haltenden Charter.
Und nach den 3 Monaten sagt man, okay, wollen wir verlängern, passt es, wollen wir ihn aussortieren. Und dann wird man in der Regel eigentlich dann auch Prospekt. Das nennt man dann die nächste Stufe dann. Und das geht Minimum ein Jahr. Kann auch 10. Es gibt in Amerika welche, die machen es 5 Jahre lang. Auch in Deutschland gibt es einen. In Karlsruhe gab es einen, der hat 6 Jahre gemacht. Kiel auch 4 oder so. Und ein Jahr Minimum. Und nach dem Jahr wird dann entschieden, okay, ist er ein Vollmitglied, reicht es, macht es Sinn. Und dann wird er dann Vollmitglied. Man sagt Ja, und das war es halt, ne? Besonders immer Full Member, das ist Quatsch, weil du wirst. zu dieser Zeit war es dann auch kaputt. Das haben auch viele hinter vorgehaltener Hand gesagt. Haben gesagt, da war es kaputt. Da wurden Leute aufgenommen, die hätten es normalerweise nicht mal in den Support Club geschafft. Muss man leider so sagen. Das wissen auch viele, dass sie besonders über den Misch an Leuten aus ganz unterschiedlichen Bereichen und dieses lapidare Aufnehmen, dass da die Strukturen auch mit kaputt gemacht worden sind. Member, Members, Member und es gibt keinen halben Member oder deswegen bist du ein Vollmitglied und dann kriegst du das ganze Patch und dann bist du auch mit allen Vor- und Nachteilen im Club dann voll dabei. Bist du eigentlich schon vorher, aber da als Clubmitglied hast du auch, also Vollmitglied hast du dann auch so ein Vetorecht, Mitspracherecht, du hast bei Meetings dabei sein, kriegst Aufgaben, verdienst auch dein Geld noch, weil das verändert sich auf der Straße. Wenn die wissen, okay, er ist ein Hells Angel, ist das schon mal was anderes. Ne? Aber man musste natürlich schon vor Ort sein, man musste supporten, man musste mit dem Vollmitglied, der Mentor war zum Beispiel für diesen Prospekt oder Hangaround, musste er mitlaufen, musste mal was zu essen holen, musste sich um seine Motorräder kümmern, musste was abholen und Gelder holen für ihn oder was auch immer. Oder Ja. Das hat aber nicht jeder gemacht. Das kommt so ein bisschen auf deine Stellung sowieso schon im Milieu an. Ich kenne Leute, die wurden dazu teilweise überredet, fast überredet, in den Club zu kommen. Und denen wurde gesagt, ist klar, wenn jemand seit 10, 15 Jahren im Milieu ist, der geht nicht los und holt für irgendeinen 25-Jährigen trotzdem ein Getränk. Da wurde teilweise trotzdem versprochen, okay, du bist Prospect, du musst keine Dienste machen und so weiter. Wir werden dich nach einem Jahr safe zum Member machen. Und jemand, der aus dem Nichts gekommen ist, der musste dann mehr machen. Aber jemand, der sowieso schon vorher einen Stand hatte, Geld hatte, den sie unbedingt im Club haben wollte, der muss nicht so viel machen. Eine Frage des Standes und, wie immer, des Geldes. Icke 81 schreibt, ich habe in Hannover erlebt, dass einige durch eine Zahlung von 20.000 bis 30.000 € das Patch sehr schnell verliehen wurde. Traurig, aber war. Das war so. Das war so. Ist so. Oder hätte ein Philipp in der Probe Bock auf den Präsidenten Philipp gehabt? Nein, auf gar keinen Fall. Wir haben versucht, trotzdem einigermaßen fair zu sein. Aber im Prospekt nach einem Jahr gab es bei uns nicht Mitgliedschaft. Die meisten sind da schon 2 Jahre durchlaufen, aber hat ja auch nichts geändert. Ich könnte mir das gar nicht mehr vorstellen, sowas. seine Frau abholen, Kinder fahren, Auto, was auch immer, so Alltagsgeschehnisse. Weil er einfach sich einbringen muss in den Club. Man will, dass er sich, bindet ja auch so das. Ja, man wollte die Leute nicht misshandeln. Es gibt Charter, wo die richtig, so diese alten Charter, Oldschool-Charter, altdeutschen Charter, wo die Leute richtig auseinandergenommen haben. Ja, das wollte man bei uns nicht. Man wollte Kämpfer haben, die für den Club töten und auch für den Club einstehen, auch für die Mannschaft einstehen, gerade für das Charter und dann ist man den Weg gegangen, der Loyalität, der Anbindung, der Gemeinschaftlichkeit, der Bruderschaft. Und dann hat man gesagt, deswegen wollte man auch immer, dass man 24 Stunden im Club ist. Oh, Real Kusey, hab moin, hab dir in Ahrensburg zugehört, war sehr interessant. Dankeschön, dass du hier dabei bist. Ja, natürlich gab es dann die Diskussion darüber, wenn du einen Prospekt zu lange scheiße behandelst und du nimmst ihn dann irgendwann auf als Bruder, dann vergisst du auch nicht, dass der dich misshandelt hat, ausgenutzt hat und so weiter. Harry schreibt auch, ja, mindestens 2 Jahre mussten die bei uns laufen, also hier gibt es ja auch einige mit Erfahrung. Ralf, ich war auch 2 Jahre Anwärter, bevor ich Mod werden durfte. Jetzt packe ich auf YouTube aus. Okay, schick mir den Link zu deinem Kanal, Ralf. Ja, es ging nachher auch darum, die krassesten dann dabei zu haben. Das ist in Berlin natürlich auch passiert. Ob es dann immer um die Gemeinschaft gegangen ist, das passten, wir passen ja alle super zusammen, tue ich mich auch wirklich schwer mit. Es gab am Wochenende Anwesenheitspflicht, das heißt Übernachtungspflicht. Der einzige Tag, wo man einen Club
abseits oder ab fern vom Club bleiben durfte, war der Sonntag, der Familientag. Trotzdem auf Abruf. Und ansonsten musstest du beim Club sein. Alles musste stehen und liegen gelassen werden. Ja, der Club war Nummer eins und das hat man gewollt. Also, und dann kommt mal vor, dass du was zu trinken holst, aber war kein, man wurde nicht zum Lakaien gemacht. Das hätte nicht funktioniert, weil du kannst niemanden maximal als, wie ein Stück Scheiße behandeln und dann von ihm fordern, jetzt gehst du los und legst ihn um. Oder du stellst dich vor mich, stichst ihn ab oder was auch immer. Das hat er da jetzt auch gut erklärt. Das haben einige dann anders handhabt. Sebastian Oehler, welche Regeln, die ihr selbst verfasst habt, hingen dir selbst zum raus? Was gab es sowas? Meinst du mich damit, Kasa, könnte ich das auch fragen? Welche Regeln hingen mir zum Hals raus? Vielleicht nicht eine Regel. Es ging nachher schon auf den Sack. Die ständigen Meetings, keiner hat sich vorbereitet, keiner, ne, du musstest dann trotzdem irgendwie so, das hat schon manchmal genervt, ne? Die regelmäßigen Clubsitzungen haben mich genervt. Nachher, wo ich gemerkt habe, kaum ein anderer macht was, das machen nur ein, zwei, drei Leute im Club, die sich damit beschäftigen, alle anderen wollen nur einen auf cool machen, da hat es mir dann schon gestört, ne? Mittwochabends dann irgendwie nochmal irgendwie 18 Uhr bis 21 Uhr dahin, egal wie es dir geht oder sonst irgendwas. Die Trainingspflicht hat auch ein bisschen genervt. Meetings haben nachher schon genervt, wenn keiner sich vorbereitet hat oder so. Oder dass er einfach neben dir steht und dann loyal zu dir hält, das geht nicht, wenn du ihn wie Scheiße behandelst, weil das rächt sich immer. Deswegen hat man, ist man den Weg gegangen auf der Loyalität, der. Also, was ich auch schon gesehen habe, ist, dass Leute zu schnell irgendwie so aus Kleinstgruppierungen hochgeholt wurden, so drei, vier Leute, und die haben nachher so viele Intrigen gesponnen, dass sie die alte Führung abgesetzt haben und aus dem Club geschmissen haben. Die verkürzte Prospektzeit hat auf jeden Fall nachher zu sehr, sehr viel Stress geführt, aber bei allen Clubs. Zugehörigkeit und der Anbindung an die Persönlichkeit, an den Mann selber. Das ist gewollt gewesen. Aber es geht auch anders. Es war bei uns so, wie ich weiß, andere Charter war so richtig, waren richtig eklige Nummern, wo die Leute richtig gebrochen wurden, Toilette sauber machen mussten und den Typen irgendwie was auch immer. Das wollte man bei uns nicht, sondern er sollte einfach Teil der Gemeinschaft sein. Ja. Also ich wurde jedes Mal geschlagen, außer beim Hangaround, beim Prospekt und beim Member werden. Das war so ein Ritual unter Jungs. Man hat mich angegriffen. Erstmal hat man mich verarscht, dass ich eigentlich ein Idiot wäre und eigentlich nicht passen würde. Ich soll doch meine Sachen nehmen, mich wieder nach Hamburg verpissen. So hat man es gesagt. Aber dann kam er meinte, ach, weißt du was, und hat mir dann so mein Patch gegeben und dann sind sie alle auf mich rauf, haben mich so zusammengeschlagen, aber nicht blutig, sondern das war so wie so, ja. Es war eher so Buddy-Kumpelhaft-mäßig. Also nicht wie MS-13, 13 Sekunden lang wie halb totschlagen, sondern das war so Buddyhaft. Aber es war schon kräftig und man musste schon sich erstmal so eine halbe Stunde wieder davon erholen. Aber man wusste ja, das war ja nicht, um dich zu schwer zu verletzen, das war ja eher so die Geste. Weil man freute sich ja auch, die anderen Jungs, ich würde lügen, haben sich auch gefreut. Ja? War immer schon so ein Ereignis, wenn da einer Mitglied geworden ist. Ja? Ja, also dieses Verarschen dann und dann Patch nicht geben, und da macht man natürlich so ein bisschen Ritual draus. Dir ist das Patch ja ganz wichtig, der Club ist wichtig. Da gibt es ganz unterschiedliche Rituale. Ich finde, ich weiß, dass bei den meisten Clubs Gewalt untereinander sowieso verpönt ist. Jemand hat es gerade geschrieben bei dieser peinlichen Aktion damals von Satudarah, wo dann der eine dann geschlagen wurde. Dann hat sich doch herausgestellt, dass er im Recht war, wurde wieder in den Club zurückgeholt. Das war mega peinlich. Dadab, Satudarah, Dadab. Und Lion schreibt ja auch, 2 Jahre war bei uns Standard. Ja, dieses nach einem Jahr konnte man nachher auch nicht ernst nehmen. Man konnte, ich habe das mal mitbekommen, dass irgendwelche Charter aus dem Ausland nicht mehr standhalten konnten, wer jetzt Mitglied geworden ist. Die sind Mitglied geworden, nach 2 Monaten wieder rausgeschmissen, dann ist der Mitglied, dann war der wieder weg. Die konnten mit der Fluktuation im Club gar nicht mithalten. Also wer da die Excel-Tabelle führen musste, der wusste gar nicht mehr, wer dabei ist und wer nicht. Oh Gott, oh Gott. Artemis ist ein großer, glaube ich, einer der größten FKKs in Deutschland und gerade auch in Berlin. Und ja, wir hatten ja alle, einige hatten auch ja auch immer noch nach wie vor Prostituierte, die für einen anschaffen waren, beziehungsweise Weiber laufen hatten. Und wir hatten gar nicht so oft die Intention, dorthin zu gehen und mit irgendwelchen Prostituierten zu tun zu haben, sondern es war meistens immer so, waren die Berliner. Das heißt, Berlin, auch Hells Angels, Berliner werden viel von Touristen besucht.
aber nicht irgendwelche Touris von Normalus, sondern Touris dann von den Clubs. Das heißt, wir hatten viele dänische Brüder damals, mit denen wir sehr eng waren, zu Besuch. Und Prostitution und FKKs und so ist in Dänemark verboten. Und die fanden das immer geil, wenn wir dann mit denen Zeit verbracht haben. Das heißt, wir waren eher da so als Begleitung, Schutz und auch Betreuung der Gäste. Das war auch gang und gäbe, wenn du dann nach Berlin gefahren bist, dass du da auch erstmal hingefahren bist. Das war ein Treffpunkt, das war für alle dann ganz wichtig, da hinzukommen. Das heißt Zeitvertreib, weil es ja Gäste waren und waren halt da viel. Oder wir waren halt da durch die Frauen Geld abholen oder ein bisschen uns blicken lassen, Territorium abstecken, Präsenz zeigen. Du musst auch, wenn ein Hells Angels aus einer anderen Stadt kommt, in deine Stadt, musst du dich halt auch um den kümmern, musst dir am besten einen Schlafplatz geben. Besonders aus dem Ausland oder so. Ich habe das mitbekommen, wenn die Amerikaner gekommen sind, immer mal einzeln, zu zweit, zu dritt oder so, musst du den Motorrad zur Verfügung stellen. Das hat einige Charter dann auch schon vor ein Problem gestellt. Die werden natürlich rund um die Uhr betreut, ne? Das kann auch eine teure Sache werden. Na, dann geht das immer so: Bruder, nein, du bist in meiner Stadt, Bruder, nein, du bezahlst nicht, nein, Bruder. Und dann guckst du in dein Portemonnaie und denkst dir: Oh, doch, Bruder, bezahl du vielleicht jetzt mal. Der Eigentümer der Kindern, der war sehr eng mit Kadir. Man kannte sich sehr gut. Der war sehr befreundet mit dem Nejo, der in der Türkei ist, der ehemalige aus Köln, große Rotlichtgröße, auch Hells Angel. Der war ja noch Sponsor-Charter von unserem Charter, also Nomads Turkey. Und daher hatte man diese ganzen Verbindungen auch. Und deswegen gesagt, der Laden, das passt. Und ist ja auch ein schöner Laden, muss man schon sagen. Ich würde heute nicht mehr reingehen, aber damals hat sich das auch immer alles angeboten. Und durch die Gäste und durch diese ganze Verbindung war halt man regelmäßig dort, ja. Die Dänen waren schon speziell. Und nicht nur für mich, sondern im Club allgemein bis heute. Ich weiß, na, sagen wir mal. Ja, genau. Philipp schreibt auch gerade, Kadi hat dann im aufgezeichneten Gespräch doch mal in Klubben gehen, aus einer anderen Stadt zur Sau gemacht, weil er sich nicht angekündigt hat in Berlin oder so. Ja, da gab es eine Aufzeichnung, richtig zur Sau gemacht und richtig angegriffen und auch gesagt, glaube ich, dass er ihn platt macht, wenn er sich nicht dran hält. Und das war eine ziemlich peinliche Sache, die da geleakt wurde. Ich weiß heute durch die Ermittlungsbehörden aus Dänemark, mit denen ich ja auch so ein bisschen zu tun habe, dass sich da die Struktur völlig verändert hat und die Alteingesessenen gar nicht mehr speziell bei den Nomads gar nicht mehr dort sind, sondern die haben ein Patchover gemacht, die sind beim anderen konkurrierenden Club. Die sind zu den Bandidos gewechselt. Und mittlerweile nur noch junge Kerle dort sind und das ganze Ding irgendwie auseinandergeflogen ist. Aber damals waren das natürlich Extreme für mich. Ja, man darf das nicht falsch verstehen. Ich rede nur aus der Perspektive von damals. Ja. Sehr imponierende, sehr autoritäre und auch sehr respektvolle Persönlichkeiten, die sehr viel ausgestrahlt haben im Clubleben und auch sehr viel für den Club getan haben damals. Ne. Da waren doppelt, dreifach, vierfach Mörder dabei, die teilweise 10, 15 Jahre abgesessen haben. Und Das hatten wir ja auch behandelt, den dänischen Rockerkrieg, den Rockerkrieg in Skandinavien und so. Da gibt es natürlich die bekannten Jönke Nielsen. Ne? Wen hatten wir noch? Jönke Nielsen. Ach, Gott, oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, na klar, die haben halt auch eine Club-Historie hinter sich. Ne? Die haben ja gegen den Bastards MC, ne? Haben die gekämpft. Und da sind ja die Leute umgekippt. Wie die fliegen, ne? Da zählt den Menschenleben gar nichts für die. Blondie, ja, genau. Die Dänen allgemein oder Skandinavien allgemein, diese Motorradszene ist extrem bekannt für ihre Gewalttätigkeit. Also ist nochmal eine andere Schippe wie bei uns hier in Deutschland oder in Europa. Und Kadi hat immer den nachgeeifert, wollte immer, dass wir die Struktur so übernehmen wie die, auch die Gewalttätigkeit. Deswegen waren wir auch so über exorbitant gewalttätig wie andere Charter in Deutschland und Europa. Es ging ihm halt auch immer darum, muss man sagen, Kadir Party und seinen Leuten ging es immer darum, das härteste Charter in Deutschland zu sein oder sich in Europa oder weltweit einen Ruf aufzubauen. Wir sind das härteste, wir sind das härteste Charter. Wir sind, wo wir sind, ist vorne, so nach dem Motto. Ist natürlich klar, wer an der Spitze steht, da gucken alle hin und das fanden auch nicht clubintern alle gut, was die gemacht haben und natürlich die Polizei auch nicht.
Und weil das so sein Leitfaden war. Und dementsprechend hatten wir natürlich extreme Ehrfurcht, Respekt und auch Akzeptanz für die. Und die waren ja auch nochmal, wenn du mit denen warst, das war ja auch ein anderer Schlagtyp. Die Skandinavier sind sehr unterkühlt, sehr ruhig, reden nicht viel, sind locker, außer wenn sie Party machen. Dann Party machen sie, glaube ich, 4 Tage durch, so, alle auf Koks und saufen. 5 Tage waren sie mal bei uns im Keller, haben 5 Tage durchgefeiert. Und dann ist Artemis nochmal 3 Tage und dann waren sie noch irgendwann stehend K.O. so. Aber sonst sind das sehr ruhige, klare Typen. Und dementsprechend war Cardi sehr eng mit dem und dann ist man automatisch im Club mit denen. Weißt du, wir waren viel da, die waren bei uns. Und ich habe mich dann irgendwann auch so voll mit denen verstanden. Und dann habe ich mich dann auch so ein bisschen autark von Cardi gemacht und habe dann auch 2, 3 Jungs, mit denen sehr eng war, die haben mich dann angerufen. Das hat dann Cardi auch nie gepasst und so. Dann war da auch so ein Konkurrenzdenken in der Wertschätzung und auch in der Akzeptanz. Das wollte er nie. Und da ist es dann auch so gekippt dann später. Und Ja, ein unsicherer Präsident, Kadi Padia war ja nun der Name, der bekannt war. Und wenn du dann auf einmal jemand anderen hast, der auch gut netzwerken kann, auch bei den anderen akzeptiert ist und die sagen, Mensch, das wäre auch ein guter Junge, da denkt sich ein unsicherer Präsident, denkt sich, scheiß auf den, den will ich auch loswerden. Da gehen dann die ersten Befindlichkeiten los im Club. Du musst wissen, wo dein Platz ist. Du musst wissen, wo dein Platz ist. Auf jeden Fall unter mir und darfst nicht wichtiger sein, darfst nicht mehr Anerkennung, darfst nicht mehr Furcht verbreiten, darfst nicht mehr Geld verdienen, darfst nicht mehr Macht haben. Dann bröckeln diese Bruderschaften. dementsprechend und allgemein, was sie für einen Club getan hat. Ich meine, wenn man so ein bisschen recherchiert, die Leute, die sich interessieren, sollen sich mal so die Historie Skandinavien, Hells Angels, Bullshit-Krieg in den 90ern reinziehen. Bandidos, Hells Angels-Krieg, auch bis heute. Da wurden mit einer Panzerfaust ins Clubhaus reingeschossen, zweimal. Auf offener Straße hat man sich abgeknallt. Einer hat am helllichten Tag am Flughafen, 2 Bandidos, glaube ich, oder 2 vom anderen MC im Terminal erschossen. Gut, dass diese Zeiten nicht mehr so sind. Gut, gut, dass die nicht mehr so sind. Heute. Es gibt dieses Christiana, da gab es einen großen Krieg drum geführt worden, dieses autarke Kifferdorf, wenn man das so ein bisschen kennt. Da wird ja offen mit Drogen gehandelt. Das ist so mit so eine Grauzone vom Staat anerkannt und da sitzen ja auch alle. Ich war ja mal da, und das Ding ist ja auch abgeschirmt. Da sitzen alle mit einer Knarre unterm Tisch zu so sagen Hallo und mit der rechten haben sie die Knarre schon so, weil sie immer davon ausgehen, dass sie angegriffen werden. Tolles Leben, tolles Leben. Wie toll, jeden Tag wieder mit einer Knarre aus dem Haus gehen. Das Einzige, was ich mache in meinem Osterurlaub, ich gehe nachher schön mit dem Gin Tonic in meinen Urlaub. Gibt große arabische Clans da drüben, die extrem viel Krieg führen gegen die Hells Angels und auch gegen andere Clubmitglieder. Ja, genau. 98 schreibt lebenslang absitzen, weil man der heftigste Rocker sein wollte. Traumleben. Ja. Anderen MCs. Und deswegen ist da die Qualität der Gewalt eine ganz andere gewesen. Und dementsprechend, das Leben, was ich geführt habe damals, war immer so, desto gewalttätiger, desto respektierter wurdest du. Und dementsprechend waren sie so ein bisschen das Nonplusultra für Cardio und auch für das Chart und auch für mich da. Ja, wenn du denen nacheiferst, wirst du genauso wie die und da, wozu es zugeführt hat, das haben wir dann in dem langen Prozess gesehen. Jedes Patch, was du trägst, was schwarz-weiß ist, ist eins für Gewalt. Das unterscheidet sich entweder für Tötung oder nur für die Gewalt an den Menschen. Ja. Also die Standard-Patches sind ja immer weiß-rot aufgebaut. Aber wenn ihr Bilder natürlich von Hellsichern seht, gibt es auch Patches, die sind weiß-schwarz. Und die Erklärung kommt jetzt. Da gibt es ja ganz unterschiedliche. Was gibt es da? Dequalo oder Dequilo, Filthy Few, Hardliner, Frontline, Boston. Gucken wir mal, was Kasra dazu zu sagen hat. Im Auftrag des Clubs. Fangen wir an bei dem Fifty Few, was du gesagt hast. Das ist halt etwas, was du für einen Mord bekommst für einen Club. Das heißt, wenn der Club einen Mordauftrag rausgibt, der Club entscheidet, okay, den töten wir. Da muss man jetzt auch mal hingucken, ne? Also, du darfst vergessen, du hast vorher vielleicht ein Jahr Prospekt gezeigt, hast dich in Berlin vorgestellt und dann irgendwann beschließen wir, okay, den töten wir. Und dann tötest du und kriegst ein gesticktes Abzeichen dafür, dass du dir auf die Kutte rauf machst. Auch so wurde in Deutschland ja mal jemand ins Visier gekommen, weil da ist ein Hells Angel Bruder weggekommen
Und danach haben die sich das tätowieren lassen, das Filthy Few aus dem Charter. Und da geht die Polizei dann halt davon aus, dass sie sich das haben tätowieren lassen, dass sie ihren eigenen Bruder haben verschwinden lassen. Die Jungs, die daran beteiligt sind, ob es der Fahrer, der Späher, der ausführt oder derjenige, der eben was auch immer irgendwie supportet, die kriegen halt für die Tat, also für das Fist View, weil sie den Mord ausgeführt haben. Jeder hat seine Rolle gespielt. Ja. Also ein Mord begehen sowieso schon mal scheiße, aber spielen wir das mal durch. Du machst es, einen Mord zu begehen mit mehreren Personen sowieso schon mal gut, weil die können alle ein gutes Geheimnis behalten. Aber die diese Patches tragen, dann Filthy Few, haben natürlich ein dementsprechendes Standing wieder im Club. Es geht immer um Standing, es geht um deinen Ruf, es geht um dieses, ja, ist das Filthy Few Abzeichen vor Gericht Beweis genug? Nein, denke ich nicht. Denke ich nicht, aber es kann ein Hinweis darauf sein. Ne? Es ist ein Indiz. Ne? Wenn es ein Indizienprozess nachher ist, dann ist das, sind das Bausteine. Gibt es nochmal den Fist Fury und den Warrior darunter, der ist auch schwarz-weiß. Ach, den Warrior habe ich Das ist vergessen. dann für die Person, die an dem Mord beteiligt war und die auch den getötet hat. Das heißt, wenn du einen siehst mit einem Fist Fury und einem Warrior drunter, weißt du, okay, er hat getötet, bei der Tötung dabei oder war auch derjenige, der ihn getötet hat. Ja, ich glaube, das ist für viele, ich kann das heute aus meiner neuen Denke mir auch gar nicht mehr vorstellen, wie das bedeutet, wie hier dann auch drüber gesprochen wird. Ich glaube, der Kasserer kann das auch, wenn man da eine gewisse Distanz zu hat, dann, ja, wie Leute das zur Schau tragen. Ja, ich bin ein Mörder. Ja, ich glaube, das ist ja, ist für mich heute nicht mehr greifbar. Ja, I die at first, sorry, ich kotze gleich, ja. Dann gibt es ein Frontline, auch schwarz-weiß, das haben überwiegend nur die Dänen. Weil, kurz, da muss ich was zu sagen, in Amerika, Hells Angels, klar, es kommt ja von drüben, dieses Fist the Few teilweise auch verteilt haben für körperliche Auseinandersetzungen mit anderen MCs, aber nicht für Tötungen. Und Okay, dann waren die anderen beleidigt, weil Filthy Few sollte nur dafür stehen, dass man getötet hat. Dann haben das andere bekommen, die dann nur Gewalttaten gemacht haben. Dann ist das Filthy Few natürlich nicht mehr so viel wert. Rudolf? Rudolfo? Rudolfo? Chill. Rudi? Chill. Oder was ist hier los? Was hast du denn? Muss mal kurz gucken, ja, was hier los ist, warum der Hund mich voll jammert. Gar nichts los, Rudolfo. Und ja, andere nennen es Orden, ja, aber ich glaube, das kann man nicht vergleichen. Es ist eine Art Orden, den man dann bekommt, aber dann wurde das Filthy Few aufgeweicht und dann haben die Dänen sich Frontline einfallen lassen. dadurch, dass sie den, glaube ich, zig Leute schon getötet haben über Dekaden und viele Jungs, glaube ich, über 120 Leute damals zu meiner Zeit im Knast waren, teilweise für Mord, für versuchten Mord, haben die gesagt, das kann nicht sein, dass unsere Jungs für Mord abgehen und sich dieses Abzeichen erkämpft haben. Und Amerika Ja, erkämpft haben. wird das verschenkt für irgendwelche Kloppereien, also kleinere Straftaten oder nicht für Mord. Ja? Und dann hat man gesagt, okay, wir erschaffen ein eigenes und das heißt Frontline. Das kriegen aber nur die Dänen. Und das kriegt auch nur derjenige, der getötet hat. Da ist nochmal ein anderer Unterschied. Und dann gibt es für uns, das haben wir von den Brüdern aus Amerika bekommen, aus Kalifornien. Mit denen waren wir auch sehr gut. Und die waren noch ein paar Mal bei uns. Und die haben dann gesehen, wie wir so drauf waren, haben das extrem gefeiert, haben gesagt, ey, wir finden euch so krass, wir machen für euch ein eigenes Patch und das heißt Hardliner. Das ist auch schwarz-weiß gewesen und das kriegst du für gewalttätige Auseinandersetzungen. Schwerwiegende mit konkurrierenden Banden, was auch immer, wo der Club halt die Situation habe, für den Club halt war. Ne? Und, So, aus der Denke über die Menschen, über die wir sprechen, jetzt sei mal mit 15 Leuten in so einem Club und alle an und in dem Club haben 9 Stück das Hardliner und diese ganzen Schwarz-Weiß-Aufnäher. Das wollen alle anderen auch. Du bist fast im Zugzwang. Bei den Bandidos gibt es ja Expect No Mercy, was auch verliehen wird für schwere Gewalttaten. Natürlich will das dann nachher jeder haben. Umso krasser wird es dann. Wer will schon der Einzige in so einem Charter sein und sagen, ich habe kein Schwarz-Weiß-Patch? Kommst mit 10 Leuten irgendwo hin, alle werden als ultra krass angesehen und du kommst rein und hast deine rot-weiße Kutte und sagst Moin. Klar, klar drehen alle am Rad.
Klar wurden alle diese Patches. Das haben wir gehabt zum Beispiel. Und dann gibt es noch eins, das kriegst du für, wenn du gegen den Staat gekämpft hast. Das heißt, Dekialo, spanisches Wort, glaube ich, für Unruhestifter oder so, wenn ich mich nicht irre, ist auch schwarz-weiß. Das kriegst du zum Beispiel nur, wenn du eine Gewalttat gegen Vollzugsbeamte gemacht hast. Also wenn du Polizisten gewalttätig verletzt hast oder gewalttätige Auseinandersetzungen mit denen hattest. Die gibt's, da gibt es noch zig andere, aber die sind nicht so relevant. Und damals hatten wir noch den Krieg mit den Banditen. Ja, Gruppenzwang, Mord, so ungefähr. Ja, was das für ein Leben ist, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, ich habe eine Kaffeekarte halb voll, Alter. Ja. In Berlin. Und wir waren mit den Jungs abends ausessen. In so einem großen, jeder, der es in Berlin kennt, den Platz, weiß, dass da viel los ist. Shisha-Bars, Restaurants, im Sommer ist da Highlife. Ja. Gesehen und gesehen werden. Wir waren natürlich auch da, waren essen mit 20 Mann. Wir sind in einer großen Mannschaft im Essen gewesen und dann war in dem Augenblick halt so, dass wir ein paar von den Bandidos gesehen haben. 5, 6 Mann. Und da hat es halt geknallt. Die wollten nicht zurückgehen, sind dann auch immer mehr geworden. Dann waren es auch irgendwie 10, 15 Mann und dann sind Stühle geflogen und dann gab. Es ist halt wilde Sau in Deutschland, es ist halt bürgerkriegsähnliche Zustände. War klar, dass die Polizei, der Staat da irgendwann einschreitet, was auch notwendig und überfällig war. So eine Massenschlägerei. Auch mitten in diesem ganzen Szeneviertel da. Und bis ist dann nur eine Frage der Zeit, dass dann die Polizei kommt und sind die alle abgehauen und wir haben uns dann geschlagen. Ich mit dem, der mit dem. Das war schon auch extrem heftig. Ein Wunder, dass da keiner gestorben ist. Und ja, dann wurde ich da festgenommen. Und ich war so auf Zille, so aggressiv. Damals war ich ja so, sagen wir, heute, damals hat man gesagt, motiviert. Das ist natürlich ein bisschen untertrieben, fast zynisch, aber das war damals einfach so. Aber auch die Suche nach den Patches, ne? Ich glaube, es gibt ja ältere Bilder von Kassra, wo er auch diese schwarz-weißen Patches hat. Ne? Hier auch dieses Digga, ich will nichts gewinnen. Na, hier dieses Hardliner und die Quilo war halt auch wichtig. Ne? Ist dann auch deine Möglichkeit, dir das jetzt so zu verdienen. Das ist mit Sicherheit mit rein. Nicht nur, weil Bandidos da. Ne? Und dann kam die Polizei und habe ich den mich gleich mit denen auch noch geschlagen. Weißt du, die Kamera wollten dagegen, habe ich denen auch gleich eine mitgegeben und habe ich mich dann irgendwie mit 3, 4 Polizisten umgeschlagen. Und dafür habe ich später dieses Dekialo dann auch bekommen. Und das, ich habe mich noch 2, 3 Mal mit anderen in anderer Sitzung. Ja, da lässt du dich halt auch feiern für, ne? Hier, guck mal, geil, was du da gemacht hast, krasse Aktion, scheiß Bullen, ACB und hier ist dein Patch und ja, das Leben, das man dann da lebt, dass man besonders krass sein will, heftig, diese Patches, das Standing, der angebliche Respekt, es geht natürlich um Furcht und das muss ich ja natürlich auch sagen, hier wird natürlich auch über Polizisten gesprochen, als wenn das nur eine Uniform ist, als wenn da ein Punchingball drin ist, sondern in dieser Uniform sind Menschen, ne? Situation mit Polizisten geschlagen, aber das war so die Situation, wo ich den Hardliner für die Bandidos-Schlägerei bekommen habe und dann auch dieses Dekialo für mit der Polizei. Ja. Hast du da irgendwie. Nee, mir war das völlig egal. Okay. Völlig. Das war auch für einen Club ungewöhnlich. Kasra, tut mir leid, da tue ich mich schwer mit. Man muss ja nicht alle Patches auf die Kutte machen. Also es gibt ja einige, die haben auch unterschiedliche Kutten, eine zum Fahren, eine zum Ausgehen und so weiter, gibt da ganz unterschiedliche. Da tue ich mich schwer mit gerade. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Oh, schon mal. So, das ist, schwingt bei mir ein bisschen anders mit. Schwingt anders mit. Aber was mitschwingt, kann bei euch zu Hause schwingen im Bücherregal. Bisschen Werbung, Leute. Mein Buch auch, Philipp Schlaffer, Hass macht Gewalt bei King unter den Kongs in jeder Bücherei, Spiegel Bestseller. Mit Signatur gibt es das bei King unter den Kongs.de. Checkt das mal aus, ich signiere euch gerne da was Lustiges rein. Dann bei den Beef Bandits, alles rund um Grillen, Fleisch, Wraps und so weiter. Bei den Beef Bandits,
Mit Philipp 10, 10% Rabatt. Dankeschön an alle, die grillen und das dort supporten. Dann natürlich bei ZEG Plus alles rund um Eiweiß mit Philipp 10, 10% Rabatt. Dankeschön. Ansonsten checkt gerne die Seite aus extremistlos.de, falls das jemand unterstützen möchte. Natürlich mit einer Spende, Mitgliedschaft und so weiter dürft ihr es gerne machen für unsere Vorträge. Oder ihr wollt uns mal kontaktieren, dann über extremistlos.de. Er hat mal erzählt, dass KD3-Kuttnern das eigentlich ein Unding war. Okay. Also ich kannte einige mit zwei Kutten. Es hat sich dann so ein bisschen von mir, so ein bisschen dann ein paar Jungs das dann auch gemacht, bis es dann hieß, ey, zurückfahren. Das können wir nicht dauernd machen. Wir können nicht jeden Tag irgendwelche Polizisten weghauen und mit denen, das geht nicht. Und habe gerade auch gesagt, hör auf damit. Aber eine Zeit. Also wer hier über die Werbung wettert bei YouTube, PFSFS, Werbung hast du genug während des Streams. Also YouTube ist eine Plattform, die finanziert sich ausschließlich über Werbung. Du kannst YouTube kostenlos konsumieren. Da kann ich nichts für tun. Die stellen diese Plattform kostenlos zur Verfügung, dass wir alle kostenlos Sachen gucken können. Und ihr könnt eine YouTube-Mitgliedschaft machen. Die kostet irgendwie im Monat, keine Ahnung, unter 10 Euro, glaube ich. Oder kostet die mittlerweile mehr, weiß ich nicht. Da guckt man YouTube generell werbefrei. Andere bezahlen das auch für Netflix oder sonst irgendwas. Ich konsumiere viel YouTube. Ich habe ja auch eine Premium-Mitgliedschaft. Will ich mal zwischendurch einschmeißen. Diese Plattformen finanzieren sich über Werbung. Dafür ist das alles kostenlos. Twitch, YouTube, ist alles kostenlos. Okay, wollte ich nur mal loswerden. Ja, na klar. Alle versuchen sich jetzt diese Patches zu holen. Und alle greifen alle möglichen Leute an, Polizisten und so weiter. Klar, muss dann die Führung irgendwann reagieren und sagen, Leute, ihr könnt nicht alle ihr könnt nicht alle euch die Patches so verdienen. Ach, Leute, holt euch einen Adblocker, was labert der? Ja, natürlich nicht, dass der Creator nachher noch was von hat. Ach, ist das schlimm. Okay. Zeitlang habe ich das schon am Anfang extrem gemacht, klar. Ich habe, weil, muss eins wissen, die Polizei hat ein anderes Auftreten in Berlin als zum Beispiel in Kiel und in Hamburg. Ja, dann, da war das halt so, die sind natürlich auch voll in die Konfrontation gegangen. Und dementsprechend, dann, wenn du auch der auch in die Konfrontation gehst, dann. Oh, kostenlos ist gut, wir zahlen alle mit unseren Daten. Ja, das tun wir. Keiner ist gezwungen, YouTube oder Google zu nutzen. Keiner zwingt einem dazu. Oh Mann. Oh, das tut mir leid, dass ich das in diesem Video, aber das nervt so, es nervt so. Keiner ist gezwungen, YouTube aufzumachen. Sitzt irgendeiner von euch zu Hause und hat irgendjemand gerade eine Waffe am Kopf und sagt, du musst jetzt YouTube anhaben? Oh Mann, oh Mann. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Das tut manchmal weh, das zu lesen. Das tut manchmal weh. Gott, tut das weh. Okay, ignoriere ich jetzt. Don't feed the troll, Philipp. Das ist natürlich nur eine Frage der Zeit, dass es dann knallt in dem Moment und ich bin immer nach vorne gegangen. Teilweise bin ich sogar auf die losmarschiert. Manchmal bin ich nicht stolz drauf. Aber so war das, ich bin voll und hab den Kopf. Ja, genau. Ich erinnere mich gerne an den Polizisten in Berlin, Klaus Nachtigall. Den holen wir jetzt da raus. Da gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Das war so. Das ist eine ganz bekannte Szene, wo es dann auch eine Rangelei gab und so weiter. Das ist dort passiert und da wäre die Polizei auch keinen Schritt zu haben. Die wären ins Clubhaus da rein. Das wäre böse ausgegangen. Ja, das wäre böse ausgegangen. Gegeben und ich habe auch Situationen gehabt, wo dann so ein Hundertschaft einfach nur so da stand und hat einer vom Club mich dann zurückgenommen, was ist mit dir los? Und ich habe auch Situationen gehabt, da haben sie mich aus dem Auto heraus, sind die rausgesprungen, haben mich mit 10 Mann zusammengetreten und haben mich dann ins Auto geschmissen, nochmal zusammengetreten und dann haben sie mich in die Gesa geschmissen. Und dann hieß es aber jetzt zurückfahren und dann habe ich gesagt, okay, dann habe ich dann auch aufgehört, weil irgendwann ist dann noch. Ja, also die Polizei hat auch ein Gangverhalten, das muss man sagen. Wenn die Kollegen zermöbelt werden, da ist die Polizei auch dünnhäutig. Da wird Polizei dünnhäutig. Wenn dort Kollegen verletzt werden und es spielen irgendwelche Rocker wilde Sau, Gesetzlose, für uns gilt das nicht. Wir können Polizei angreifen, wir können alle möglichen Bürger angreifen, Unbeteiligte und so weiter. Da stecken auch Menschen drin, die sagen, wenn wir jetzt mal einen haben, finde ich nicht gut. Aber ist eine menschliche Reaktion darauf. Ja. So. Ja, das war lustig. Eine
Teil 20 und 21 fehlen, weil der Kasra hier über Flair und über Bushido was gesagt hat, denen das nicht passt. Und wie das so ist bei Gangster-Rappern, die schicken dann Anwälte los. Und ja, ist dann auch immer an, wir haben auch gerade einen bekannten Neonazi, der gerade Unterlassungsklagen an alle möglichen Leute rausschickt, wenn man über sie spricht. Das motiviert natürlich umso mehr, über die zu sprechen. Auch da haben wir natürlich eine schöne Kanzlei im Hintergrund, die pro bono für uns arbeitet, diese Fälle übernimmt in Augsburg. Das Anwaltshaus, vielen lieben Dank an die Unterstützung immer. Ja, klar muss man auch mal gegen Falschbehauptungen vorgehen. Das ist ein gutes Recht. Muss man, ich habe die Teile jetzt zugespielt bekommen, ich hatte noch keine Zeit, mir die anzugucken, wie heftig was, wie, wo, was behauptet wurde. Es war nun mal so, dass einige Rapper sich mit Rockern geschmückt haben, die sind in deren Videos aufgetreten. Natürlich ging es da um Geld. Es ging um Schutz, es ging um einen Rücken. Das ist nun mal so im Rap-Game so drin. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das alles ausgedacht war. Ich weiß das auch von vielen, wo sie wie, wo welchen Rücken haben. Ich will es nur einstreuen. Ich kann mit Bushido gar nichts anfangen. Ich fand die Dokus scheiße. Ich finde seine Serie scheiße. Ich finde, er ist ein absolut unangenehmer Zeitgenosse. Wenn ich den schon im Fernsehen mitkriege, kann ich gar nichts mehr. Der hat sich auch jahrelang darauf ausgeruht. Ich kenne auch einige Geschichten von ihm, mit wem, dass er immer mit den Abu-Chakas gedroht hat und so weiter. Und als es natürlich an sein eigenes Geld ging, seine eigene Position, dann war das alles nicht mehr gewollt, dann war das alles nicht mehr freiwillig. Da kickt auch ein bisschen Doppelmoral rein, ne? Dass sie sich auf dieses Spiel einlassen. Und na klar müssen sie dafür bezahlen. Klar, das war klar, dass sie dafür bezahlen. Was haben sie gedacht, wenn sie sich da ins Haus holen? Hemmelinger, Dankeschön. Leider beruhig ich viel zu selten live dabei, muss auch gleich wieder los. Der Kunde ist ja einfach top, danke. Vergesst die Schwurbler zwischendurch nicht. Nein, machen wir nicht. Dankeschön, Hemmelinger. Weißt du was, davon lade ich mich heute selber zum Essen ein. Dankeschön, das ist ja krass. Ehre geht raus. Ja, bei Rücken gehe ich zum Physio und nicht zu Rockern oder Großfamilien. Ja, aber das sind die Geister, die ich rief. Was haben die alle erwartet, dass sie dann sich damit zufrieden geben, dass sie dann eine Special Box kriegen mit einer CD drin, ein T-Shirt und einen Anhänger oder was? Ja, also das war klar. Das war klar. Wer sich auch uns als Club reingeholt hat in seine Disco an die Tür oder zu Geschäfte machen, da wusste man, das wird irgendwann übel. Das ist die Geister, die ich rief. Sache, an die ich mich gerne erinnere, wo man so einen Weltstar, es waren zwei, Chris Brown und Rihanna, an einem Abend. Damals waren sie noch so ein Couple, also ein Paar. Das hat sich ergeben, ganz zufälligerweise, wie es halt in so einem Club ist. Die Leute kommen, wollen Sicherheit und sie wollte damals irgendwie Sicherheit haben. Das war nicht mal ihre Tour, das war von Chris Brown die Tour, die KPDM-Tour 2012. Damals gab es auch das Adagio in Berlin am Potsdamer Platz da, diese große Diskothek beim Casino. Mega gute Location, damals auch Michael Kur die Tür gemacht, ist ja ein bekannt hier bei uns in Berlin, also in Berlin auf jeden Fall, Michael Kur und mittlerweile auch politikmäßig unterwegs. Die sind halt auf uns zugekommen in Hey und so, die wollen Jungs haben vom Club und würden euch gern haben, wie läuft's und hin und her. Es lief damals über Ibo. Typ Club hat natürlich gesagt, ja los, klar, wie viel Mann braucht ihr? Es ging auch gar nicht so um die Kohle. Es ging mehr, klar ist Kohle geflossen, auch nicht wenig, aber es ging natürlich auch am Ende, das heißt auch um diese ganze Geschichte an sich, ist natürlich eine coole Sache. Das war ein klar, also dass da nicht das große Geld fließt, aber natürlich, wenn du so Weltstars wie da rumhängst und Security machst, sind viele Festivals, wo immer noch in der Schweiz ist es gang und gäbe, auch bei Rammstein, dass dort von den Hells Angels dort die Security machen. Das ist ein altgedientes Geschäft von vielen Hells Angels und ist jetzt für mich keine Überraschung, dass sie dann da angefragt werden. Das ist dann halt diese weltweite Vernetzung. Cooler Abend, werde ich nicht vergessen, einer der wenigen lustigen. Ja, und dann wurde ich natürlich dann mit einbezogen, die Nummer. Wir haben 10 Mann gestellt an dem Abend, haben die beim Hotel abgeholt. Er hatte noch seine eigenen Sicherheitsleute damals dabei, das ist Chris Brown und sie, auch so riesen Jungs dabei, so riesen Gorillas, weiß ich noch, Alter, dreimal ich oder so. Die sind aus so einem Bus raus, Alter, der ganze Bus hat sich irgendwie die Stoßdämpfe, weiß ich noch, der ist auf einmal so einen halben Meter höher geworden. Dann sind wir rausgekommen, haben die begrüßt und dann kam sie so raus, so voll so in ihr Ray-Ban-Brille, so Joint rauchen, er auch voll so in seinem Dings. Das war die Aftershow-Party, ne? Wir haben sie dann abgeholt, da war die Konzert schon vorbei.
Haben die abgeholt und sind dann zum Adagio rüber und so Katakomben hoch. Das werde ich nicht vergessen. Wir haben das ein riesen Entourage, das ist ein Manager, Assistant, dies und das. Das man muss sich wundern, wie viele Leute da rumlaufen und Handtaschenhalter und dies und das und und wir dann so voll die Street-Jungs so rumrum, was geht ab? Ich fand es lustig, ja. Und dann weiß ich noch, sie ist immer langsam und war so am Kiffen und mir kam die ganze Zeit der Rauch ins Gegen, weil ich war unmittelbar 2 Mann hinter ihr. Und dann sind die stehen geblieben, die ist zur Seite und dann ist sie nicht weitergegangen und hinter mir kam aber immer mehr. Und dann habe ich sie nach vorne geschubst, so leicht so, nach vorne gedrängt. Die ist nicht wirklich groß, die Frau. Und dann dreht sie sich um, werde ich nicht vergessen, mit ihrer Brille macht so runter, voll die roten Augen, voll high. Ey, stop pushing me, motherfucker. So, weißt du, ich gucke die an, ich so, was, motherfucker, fuck you. Und dann kam einer dazwischen und dann war kurz so, ja, ich habe dann so, ne. Das kann auch schnell der Rauswurf aus dem Club sein. Also das ist, was ich da raushöre. Das kann auch ganz schnell der Rauswurf aus dem Club sein. Ja, sind halt Superstars. Ne? Ich meine, Rihanna ist ja nun mal also Welt-Super-Topstar. War kurz ein Disco, hey, fuck, man. Egal, come on, we have to go, we have to go. Und dann sind wir weitergegangen mit denen, haben die dann hochgebracht. Und Adagio Hintertür hoch und dann sind die im VIP-Bereich, die haben sich dann abgeschossen, cool, saufen, alles, was da dazugehört, er auch, und haben sie herumgetanzt. Und die Jungs selber, die Security-Guys aus Amerika, wussten gar nicht, dass sie vom Club sind. Für die waren wir irgendwelche Hispanics oder keine Ahnung, die kennen ja so dieses Türken-Migranten bei uns nicht so, dass Amerika anders ist. Also, Black, Brown, also Hispanics, Weiße und Schwarze. Und die konnten das gar nicht so einsortieren. Die dachten, okay, irgendwelche Jungs, so bla bla bla. Und dann sind wir dann, als sie fertig waren, haben wir die dann abgeholt, also haben die dann wieder zurückgeführt. Wir haben die in Security-Bereich, also VIP-Bereich abgeschirmt, sind dann zurück und dann ins Hotel. Und in dem Augenblick, weiß ich noch, meinte Cardi, war dabei, meinte, okay, Jungs, jetzt holen wir mal unsere Farben raus. Und wir hatten alle unsere Hells Angels T-Shirt an und so, ne, da drunter. Vorher hieß es nicht anziehen wegen Polizei und so. Sonst hätten die den ganzen Club zugemacht. Und dann weiß ich noch, steht Rihanna im Fahrstuhl mit dem voll high und er auch so, fahren hoch mit irgendwelchen anderen Assistenten, was auch immer, irgendwelche Leute dabei. Und die Security sind unten geblieben. Ne? Und dann haben wir auf einmal die T-Shirts ausgemacht und sehen die so, Hells Angels. Ich weiß noch, denen ist so dieses Gesicht aus dem, also komplett alles aus dem Gesicht gefallen. Hells Angels, what? You guys? Und dann kam, dann auf einmal war voll so, haben wir eine Stunde mit dem Hotel geredet und bla bla bla. Mein ja und hieß und da, we cool guys und bla bla bla. Und dann haben wir die noch ins Hotel, andere Hotel begleitet. Und dann war ein lustiger Abend, gibt es auch ein paar Fotos von. Nicht von mir, ja, aber vom Ibo muss man mal googeln. Hells Angels, Rihanna 2012. Kam Mir kommt Werbung für Ibuprofen. Gut, ich habe Rihanna vergessen. Nein. Na gut. Mal ein paar Fotos sehen. War lustig und war natürlich für mich auch ein Erlebnis, so ein Superstar von nah und dann auch so eine kleine Kommunikation, auch wenn sie nicht die positivste war zu haben, werde ich nicht vergessen auf jeden Fall. Ja. Ja, jemand hat geschrieben, ja, so eine Heldenstory, aber es ist ja schon ein Erlebnis. Ich sag mal so, so eine kurze Interaktion mit Rihanna ist nun mal so, also ist völlig legitim, die Geschichte da so zu erzählen, aber zeigt wieder, alles wird auf die Symbole, alles wird auf die Gang runtergebrochen. Der Einzelne war scheißegal. Dann bist du halt auch nur ein Hispanic sozusagen oder irgendwas. Und dann auf einmal ist man sonst wer. Ist halt. Ja, ach Gott. Da müsste man weit ausholen jetzt. Da müsste man noch eine Folge machen wahrscheinlich. Aber es gab natürlich viele Dinge, die im Club passiert sind, die nicht geil sind. Weißt du, abgesehen, ist ja klar, Morden und so, aber auch bevor das alles so sich so hochgeschaukelt hat über die Jahre, gab es natürlich auch viele Situationen, wo ich mich mit einzelnen Mitgliedern, speziell mit Cardi, auch verworfen habe. Ich bin ein Typ, der sich nicht verbiegen lässt und noch nicht verbiegt, das mache ich bis heute. Also sei es irgendwo, was auch immer. Ich sage meine Meinung, ich versuche sie respektvoll möglichst rüberzubringen, aber ich stehe schon für meine Sachen ein, ja? Auch wenn sie mir nicht immer Vorteile bringen. Und so war es auch im Club und deswegen bin ich da schnell auch negativ aufgefallen, auch Party, wenn so eine Hierarchie, autoritäre Hierarchie, du deinen Mund aufmachst und du dann nicht den Background hast,
indem du so eine Lobby hast, dann fliegst du natürlich ganz schnell damit auf die Schnauze, ist klar. Ja, fliegst raus. Na, klar, und an Cardi Party war kein Vorbeikommen. Egal, wer da gekommen ist, an dem wäre keiner vorbeigekommen. Er war nun mal der Mann da in Berlin dann. Das war bei mir so. Ich war auch in der Struktur mein Einzelkämpfer. Und Ja, aber warum dann ein Club, ne? Also warum dann dieses Clubleben leben, wenn du weißt, es ist halt ein streng hierarchisches System. Jeder, der sich so einem Club anschließt, weiß, es ist hierarchisch. Es ist so. Und dass das nicht alles Brüder sind, das wusste man auch vorher. wenn da so Dinge passiert sind, wie Behandeln einzelner Leute, Umgang oder Entscheidungen, die habe ich gesagt, Digga, das finde ich nicht geil, was soll das? Können wir das nicht anders machen? Können wir so machen? Und auch Kommentare, Spitzen und so, das ist eine Struktur, da ist sich jeder selbst der Nächste. Das sind nicht alles Brüder, das sind auch keine Brüder, das ist alles eine Zwecksgemeinschaft. Ja? Und ich so, Digga, wie redest du mit mir? Wie, was denkst du, du bist? Ja, was? Ich sage, ich kann meinen Job selber, ich brauche von dir keine zugespielten Geschäfte, ich mache mein Geschäft alleine. So, weißt du, und dann kommt immer ein Konflikt, auch hinterfragen. Er war zum Beispiel mit einem Clubbruder so, der zu Bandidos-Zeiten einen seiner besten Freunde und Clubbrüder, mit dem er so war, erschossen hat. Ashley zum Beispiel. 2009 auf offener Straße von Timur im Krieg damals erschossen worden, aus dem Auto raus im Kopf. Zu der damaligen Zeit war Ashley sehr, war Bandido, nicht. Ashley, hattest du damals mit der schwarzen Schar selber Kontakt mit den Hells Angels Berlin gehabt? Nein, nein. Wir waren Richtung Hamburg und Rostock. Ashley wurde erschossen damals von Timur Akbulut, auch ein bekannter Hells Angel, der jetzt irgendwie Albanien mitmacht, auch in der Türkei rumhängt. War damals mit dieser, wie ist sie, dieses Model oder so, Natalie Volk unterwegs. Ja. Der wurde dann in einem Streit, glaube ich, um meine Frau erschossen. Das war nicht mal unbedingt eine Clubsache. Irgendeiner war ein bekannter Bandido, der sehr eng mit Padir war. Das waren Brüder, Freunde, die haben zusammen gegessen, zusammen Zeit verbracht. Der wurde von ihm getötet. Dann gibt es dann dieses Patch Over zu den Hells Angels. Und dann ist auf einmal Timo sein Bruder. Es ist ja eine Sache, wenn man in den Club wechselt, aber das ist noch eine andere Sache, wenn du dann auch mit dem noch sehr, sehr gut bist, der deinen angeblichen Bruder und Freund getötet hat. Ja, das ist ein Sprung, den könnte ich nicht hinkriegen. Das ist ein Sprung, den könnte ich nicht hinkriegen. Also, ich bin nicht absonderlich nachtragend. Das bin ich wirklich nicht. Aber den Sprung musst du auch erstmal schaffen. Den Sprung musst du erstmal schaffen. Mit dem nachher zusammenzusitzen, der deinen vorherigen Freund erschossen hat und ihn dann Bruder zu nennen und dann sich mit dem anzufreunden, der vorher einen Freund von dir erschossen hat. Das klingt für mich eher nach Hollywood. Niklas, Dankeschön nochmal. Tja. Und da wird es dann auch selbst für Hells Angels Verhältnisse sehr, sehr eklig. Und das war dann also, dass auf einmal Timo, der dann 10 Jahre für Totschlag bekommen hat, sehr eng mit Kadir war. Auf einmal per WhatsApp haben sie sich geschrieben. Ich habe Videos von Timo gesehen, wo sie Whisky trinken, sich tätowiert und alles. Er hat da seinen NRW-Knast. Wenn du da die richtige Person bist und noch Kontakt hast, dann ist das ja kein richtiger Knast. Und dann habe ich auch zu Kadir gesagt, da weiß ich noch, da sitzen wir im Wedding, im McFitter. Es gibt nur einen McFitter. Wedding-Reinickendorf, da Ecke. Und dann sind wir beim Training und dann sage ich ihm, da erzählt er das so, ne? Zeigt mir Videos. Ich sage, ey, findest du das nicht komisch? Alter, was denn? Ja, ich weiß nicht, der hat deinen besten Freund, deinen Bruder erschossen vor 2, 3, 4, 5 Jahren. Hingerichtet, mehr oder weniger. Und jetzt bist du so gut mit dem, findest du das nicht komisch? Solche Sachen. Und das ist natürlich. Ja, aber wer will das vorgehalten bekommen? Da entstehen dann die Brüche. Ich will mich nicht von dir belehren lassen. Ist meine Entscheidung. Du weißt, wo dein Platz ist, Kasa. Geh auf deinen Platz und still und funktionier. Das sind so Leute, die sind es auch nicht gewöhnt, dass ihre Entscheidungen in Frage gestellt werden. Ja, es gibt ganz viele Leute, die da oben in Clubs sind, ganz in allen Clubs, die da oben sitzen und sagen: Ich weiß, wie der Hase läuft. Meine Entscheidungen sind immer richtig. Und kommen ja nicht auf die Idee, das mal zu hinterfragen. Ich ihn hinterfrage ich und halte ihn noch den Spiegel vor in dem Augenblick und er sagt, Dicker, frag mich, komm mir nie wieder mit so einer komischen Frage, hast du mich verstanden? Und dann sind das immer wieder solche Momente. Und dann, ich war am Anfang sehr clubeng, also auch wirtschaftlich, weil ich halt alles liegen habe lassen für den Club, bin nach Berlin gezogen, das Thema haben wir ja gar nicht so angeschnitten, bin ja dann irgendwann noch fest in Berlin ansässig geworden.
Und habe dann aber, ich bin schon immer pfiffig gewesen, was Geschäfte angeht. Ich konnte schon immer gut mit Zahlen, ich konnte immer irgendwie mich Geschäfte machen. Das ist ein Talent von mir. Ich kann nicht malen, dafür kann ich irgendwie mit Geld umgehen, weißt? Und habe mich schnell etabliert in Berlin, autark vom Club. Ich habe Baugeschäfte gemacht mit Leuten, die sich nie mit Cardio zum Beispiel an den Tisch gesetzt haben, aber mit mir. So, weißt du? Und das hat er natürlich mitbekommen. Auf Das finden trotzdem Leute scheiße. Wieso hast du mich nicht gefragt, Bruder? Wieso hast du jetzt ein erfolgreiches Geschäft? Wieso hast du mich nicht mit reingenommen? Ich bin doch dein Bruder. Wir sind doch in einem Club. Ah, klar. Also, was hier raus ist, sind persönliche Befindlichkeiten. Und das ist das, was ich auch immer, was ich immer wieder erwähne. Das ist einfach so. Gibt auch ein Interview mit André Sommer, in dem er quasi das Gleiche in Bezug auf Cardio angesprochen wurde. War auch nicht ansatzweise überzeugt, dass er die Bruderschaft ernst meint und so weiter. Ja, hat er gesagt, ja, da hat er, glaube ich, noch gesagt, ja, in jeder guten Familie gibt es mal Stress und Streit und ist jetzt, ja, und wie stehen Sie dazu? Und hat er gesagt, ja, es ist ein Bruder. Und dann war es das auch. Aber die Augen haben, glaube ich, was anderes gesagt. geht es mir noch viel besser, fettes Auto, ich komme mit einem Bentley, jede Woche ein anderes Auto, habe meine Kohle, weiß ich mein, zahle meine Sachen, zahle auch meine Schulden. Merkt natürlich, du merkst ja, wenn einer sich aufbaut. Und in ganz kurzer Zeit, ich war 4 Jahre in Berlin, davon habe ich 2 Jahre geknausert, 2 Jahre war ich ganz wirtschaftlich ganz schnell dabei, aber nicht durch irgendwelche Clubsachen. Weißt, jeder hat sich da was zugespielt oder der Club hat ihm was gegeben, du musst hin und her, sondern das war mal mein Bestreben, nicht, weiß ich mein, sich abhängig zu machen. Und das hat er natürlich gemerkt, da hat sich viel Hass angestaut, viel Negativität, viel auch Missgunst. Und ja, und dann bist du natürlich auch Missgunst, welche Überraschung, ich bin geschockt. Ich bin geschockt in der Bruderschaft. irgendwann eine Erklärungsnot, weißt du, ich meine, der Club, das ist ja nicht irgendwie legitim. Ja, klar, Bruder. Dich würde ich auch beteiligen, Bruder. Bruder, vertrau mir. Ja, genau so ist es von der Samuel. Ja, wer kennt es nicht? In jeder Familie wird man mit Macheten aufeinander eingeschlagen. Ja, genau so. Team, wie im normalen Leben, ey, der Mann macht sein Geschäft, was willst du? Neide so viel du willst, wenn du ein Trottel bist, machst, wenn du gut bist, machst selber, wenn nicht, bist du ein Trottel. So. Sondern hier kommen wir dann, ey, was läuft da und so, wer ist denn das? Oh, den kenne ich auch. Dann treffe ich auf einmal einen anderen Typen, der damalige Vizepräsident Bülent, der auch fit war, der kennt dieselben Typen, die ich kenne. So, und ich bin auf einmal auf demselben Stand. Er sagt, Alter, wie kennst du den? Ach, okay, krass, dann treffen wir uns irgendwie am Salzufer bei Mercedes und reden über ein halb, über 3 Millionen Projekt. Zum Beispiel, weiß ich, wo dann irgendwie um Auszahlung geht für pro Kopf 200.000, 300.000 € Cash in so einer Tüte. Was ich meine. Und alles von abseits von Party. Und natürlich ist es natürlich für ihn dann so eine Sache als Chef des Charters, ey, was denkt der Willis, der kleine Wichser? Da kicken aber ganz normale menschliche Dinge rein. Ich weiß nicht, wer das dann hier auch so zugeben kann oder mag. Na klar, ist man als Präsident angepisst. Du hast alles eingeleitet, du hast das aufgebaut, alle leben von deinem Ruf. Das kann man auch anders hindrehen. Das kann man auch anders hindrehen. Solche Gespräche hab ich 50-fach geführt. 50-fach würde ich sagen. Ja, du hast jetzt mit jemandem ein Geschäft gemacht, den hast du über mich mal vor 4 Jahren kennengelernt. Dann hast du da mit dem einen Autodeal gemacht, da habe ich gehört, dass du 5.000 € dran verdient. Wieso hast du mir nicht was gegeben, Bruder? Und du weißt doch, ich habe dich dem vorgestellt und dem das und so weiter. Da entsteht richtig Stress und Streit. Da entsteht richtig Stress und Streit. Was habe ich mit Leuten diskutiert, wer wo wie beteiligt wurde? Ich habe dann auch immer gefordert, ich muss überall beteiligt werden. Den hast du über mich kennengelernt. Wieso hast du mir das damals nicht erzählt, dass du mit dem jetzt ein Geschäft machst? Seit wem handelst du das? Hast du das hinter meinem Rücken geholt und so weiter? Du wirst das halt überall Verrat, Betrug, Neid, Gier, all diese Dinge kicken rein. Fühle ich zu 100%. Klar, klar ist der Präsident angepisst. Ich bin jetzt nicht der Riesentyp, ich bin 1,80 Durchschnitts. Ja, ich bin jetzt nicht hier 2, 3 Meter, der irgendwo reinkommt. Aber wer ist das? Sondern, ja, und Geh doch mit 1,80. damit kam man nicht klar. Und da gab es immer Reibungspunkte, Hinterfragung. Und das ist dann nur eine Frage der Zeit gewesen. Und dann gab es auch viele Eskalationssituationen. Ich glaube, im Buch habe ich davon auch erzählt, in die Fahrt nach Frankfurt. Ja, da muss ich kurz die Geschichte anreißen. So, wir hatten alle unsere Affären. Viele hatten Frauen mit Kindern und hatten trotzdem Affären. Ist nicht. Wurde ich gestern auch gefragt, ja, wie geht das immer einher mit Loyalität und Respekt? Das ist nur den Clubbrüdern und dem Club gegenüber. Loyalität und Respekt anderen gegenüber, außerhalb des Clubs, den Frauen und Kindern gegenüber, das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Gut, nicht korrekt, war aber einfach so, ja. Und er hatte eine Affäre aus Stuttgart
Die hat er im Bordell kennengelernt, hat sich in sie verliebt, hat sie dann rausgeholt und hat dann irgendwie das Liebespaar mit ihr gespielt. Abseits von seinen zwei Kindern und seiner richtigen Ehefrau. So, und sowas ist eigentlich immer nur eine Frage der Zeit, dass es irgendwann irgendwie dir auf die Füße fällt. Ja? So. Bei ihm war es aber so, er hat das versucht zu handeln, hat ihr eine Wohnung besucht, gefunden, hat sie irgendwie versucht zu etablieren, das Clubleben, es war aber zum Scheitern verurteilt. Und die Frau war einfach so toxisch und so ungesund mental für ihn und für sich selber, dass dann ein Dauerkonflikt war. Nach einem halben Jahr hat sie mit Polizei gedroht, hat ihm seine Sachen weggenommen, hat ihm nicht die Tür aufgemacht. Also extrem Rosenkrieg auf High-End-Level nach 6 Monaten. Ja, und das hat der Club natürlich auch mitbekommen, wie er auch. Und er hat sich auch verändert, so in seiner Art und Weise. Und, ich kann es immer nur sagen, happy wife, happy life. Wir sind dann, und sie hat viel Trouble gemacht. Wir sind dann gab es eine Situation, das war dann einfach so, und wir sind dann nach Frankfurt 2013, im Frühling, April oder so, sind wir eingeladen worden von Aygün Mutschuk damals, der mittlerweile getötet wurde, 2016 dann von wem auch immer. Auf jeden Fall lebt er nicht mehr. Wir wurden zu seinem Besuch eingeladen, das ist ein Frankfurter Member damals gewesen, Westend, zu seinem Geburtstag. Ich glaube nach Mannheim, ich weiß nicht, Mannheim, irgendwo da Ecke Frankfurt dran. So, und auf der Fahrt hin, wir sind damals mit meinem Range Rover gefahren, der Bülent ist... Hä? Motorradclub, habe ich was verpasst? Selim Bektaş, auch ein Member, Kadir Padi und ich. So, und Bülent Vizepräsident, er Kadir Präsident hinten auf der Rückbank und ich als Beifahrer mit dem Fahrer. Wir fahren und dann war das halt kurz Thema, er hat zu ihm gesagt, ey, Kadir sagt zu Bülent, ey, du hast doch eine Baufirma, kannst du irgendwie einen Job für sie klar machen, Sekretärin, irgendwas, die muss einen normalen Job kommen, damit die rauskommt und klarkommt hin und her. Darauf hat Bülent, war einer der wenigen, der ihm das offen sagen konnte. Ich muss es vorlesen, Anonymer schreibt gerade, ich glaube, unzufriedene Frauen und Ex-Freundinnen haben mehr Leute in den Knast gebracht als irgendwas anderes. Ist so. Respektperson, der ja später noch auch rausgeschmissen wurde. Ey, pass auf, Digi, nicht böse gemeint, aber ey, das ist eine seriöse Firma, ich kann da so einen Rosenkrieg bei mir nicht gebrauchen. Sei mir nicht... Ja, Dudelix schreibt auch gerade, klingt, als wüsste er genau, wer da gemordet hat. Ja, von wem auch immer. Ja, also die Gerüchte halten sich ja hartnäckig, dass es eine Club-interne Sache war. Ne? Gab ja Streit damals mit Gießen gegen Frankfurt. Frankfurt ein alteingesessenes, starkes Charter. Aber das sind alles Spekulationen hier und da wollen wir uns mal nicht dran beteiligen. Böse, aber so wie sie sich fällt, ich habe keinen Bock, dass sie da eine Szene macht bei mir in der Firma. Das kann ich mit meinen Partnern aber nicht erlauben. Das muss da vernünftig laufen. Ich bin selber kaum dort und dann kann ich so eine Geschichte da gar nicht erst gebrauchen. Tut mir leid. Und dann hat er angefangen zu irgendwie, nein, die hat sich gebessert, die war verzweifelt, die ist alleine in Berlin, überfordert, ich habe mich nicht gekümmert, sie hat sich doch gebessert und so. Und das hat er dann so fragend nach vorne gesagt, oder nicht Selim. Selim war auch Affäre, war damals mit ihr eng befreundet und meine auch. Und daraufhin hat das Selim gesagt, oder nicht Selim, erzähl mal Bülent, wie sie jetzt sich verändert hat, so als Feedback. Und Selim natürlich, damals war natürlich kein, ne, so, ja, hat sich verändert und so, und ja, super, nee, hat sich wieder gefangen und alles gut. Oder Persas Frau damals, ich war ja Persa damals, Spitzname, oder nicht Persa, erzähl du mal, deine Melanie ist auch mit ihr gut und hin und her. Und ich, so blöd wie ich bin oder was auch immer, sage natürlich, ey, Ticker, ganz ehrlich, sei mir nicht böse, Bruder, du hast zwei Kinder, eine Frau zu Hause, was willst du mit ihr? Wenn diese. Ja gut, das darf man auch nicht sagen, wenn man selber Affären hat. Das ist dann... Die meisten haben dann ja Affären gehabt, wo es dann nur darum geht, schön, hübsch anschaffen oder raus. Und ich sage es ja immer wieder, die Frauen, die in der Prostitution sind, die kriegen natürlich auch einen Knacks weg. Kann man nicht verallgemeinern, aber viele, was ich erlebt habe, ja, mich von jemandem belehren zu lassen, der selber noch eine Affäre hat und so weiter und sich selber um Frau und Kind vielleicht nebenbei dann nur kümmert. Wie sich schon nach 6 Monaten so verhält, wie sich die gegenüber jetzt verhält. Mit diesen ganzen Eskapaden, Polizeidrohnen, Rosenkrieg, Klamotten rausschmeißen, Geld wegnehmen, klauen und sowas alles, Androhungen und sowas alles. Was soll denn erst in einem Jahr, 2 Jahren, wenn die Bindung noch enger wird? Das kann doch nur giftiger werden. Das war für ihn ein No-Go so vor versammelter Mannschaft und ist mich dann voll angegangen, hat nach vorne gegriffen, was denkst du, wer du bist? Ich mach dich alle. Ich war damals schon Vollmitglied, aber auch extrem voll tätowiert für Club-Insignien. Ich schneide dir deine Club-Death-Heads raus, also die Totenköpfe-Heads. Was denkst du, ich habe dich gemacht, was denkst du, wer du bist? Ja, Gott, habe ich Lust auf so eine Bruderschaft. Gott, wir treffen uns ja auf Sylt jetzt mit 20 Leuten, so glaube ich, sind wir insgesamt. Gott sei Dank, ist das so normal. Ich bin gerade ein bisschen stolz auf mich selber, dass das alles zu Ende ist. Ja, ich habe dich gemacht, ich habe dich hochgezogen. Es ist... Ja, Slate Hennig schreibt gerade, bitte eine Erziehung in die Löwenzahn-Gruppe, die rangeln wieder.
Ja. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Ja. Da an der Entscheidung hast du dich gegen mich gestellt, hast du gegen mich gestimmt, hast du gegen mich was gesagt, du hast mich vor den anderen bloßgestellt. Ja, Philipp trifft sich mit dem Chapter Kartoffelsalat und Barbecue, ist so. Verpiss dich nach Hamburg, also völlig aus der Rolle gefallen. Und da war so ein kurzer Moment, okay, wo ich überlegt habe, okay, ich greife ihn an. Nur so emotional. Aber kopfmäßig war für mich klar, wenn ich ihn jetzt angreife, dann ist er mich tot. Also dann komme ich in Berlin nicht mehr an oder spätestens. Ja, Dan Taub schreibt auch alle total kritikunfähig. Das ist auch das, was ich erlebt habe. Ja. Berlin knallen sie mich irgendwo ab. Weil wenn ich ihn angreife, was ja klar ist, ich kann den Kopf der Familie oder des Charters nicht angreifen. Das hat sich dann zugespitzt. Bilin war damals noch eine Person, die sehr vernünftig war, im Kontext der Hells Angels, klar, immer. Und hat gesagt, ey, das reicht jetzt, weil es immer schlimmer wurde. Er hat sich immer mehr in Rage geredet. Und ist dann so, er saß hinter mir, hat dann so dazwischen gegriffen und meinte, ey, das reicht jetzt, beruhig dich. Weil er gemerkt hat, es geht, eskaliert jetzt. Und ich bin jetzt auch keiner, der sich ewig was gefallen lässt, auch von ihm nicht so. Auch wenn ich dann im Nachhinein irgendwie Schlimmes erlebt hätte, aber in dem Augenblick, irgendwann überlegst du ja auch ein gewisses Maß, wir haben ja alle unser Reizmaß, irgendwann hörst du auch dann auf zu denken und dann hat er ja, okay, alles klar. Und das war so die Situation, wo völlig mir dann auch klar war, okay, der Club tut mir nicht mehr gut, er ist nicht gesund, er ist einfach so, wie er ist. Er ist völlig, was hat der Richter damals gesagt, dissoziales Alpha-Tier. Für mich ist er ein Narzisst und ein Soziopath, eiskalter Typ, der keine Freunde und nichts kennt. Und ich muss hier raus. Aber das hat sich dann alles verlaufen. Das beschreibe ich auch im Buch, dass ich für mich keine Wege gefunden habe und dann so mit dem Status quo einfach gearbeitet habe. So, nicht aufzufallen, keine Kopfschmerzen zu haben. Und das war die Situation damals in Frankfurt, die Fahrt dorthin, wo das dann so eskaliert ist mit ihr und aus dem Kontext. Sie war halt einfach der thematische mit der Aufhänger. Ja, das ist ein Bruch, den kannst du so schnell nicht mehr kitten, ne? Ein Teil haben wir noch, den würde ich mit euch. Nee. Das war schon der letzte. Nee, hier. Eigentlich war das ein Tag wie jeder andere auch. Das war, glaube ich, ein Freitag oder ein Samstag. Nichts Besonderes. Ja, also für mich war, bin unterwegs gewesen, hab meine. Ich nehme gerne einen Kaffee. Ja. Dankeschön. Sachen gemacht, habe meine Geschäfte gemacht, war alt, war unterwegs, habe Abholung gemacht. Und irgendwann, Wochenende war es jetzt immer so, war Anwesenheitspflicht im Café, Sahara, Lichtstraße. Da bin ich dann irgendwann 19, 20 Uhr eingetrudelt. Es gab dann noch Besuch aus Dänemark zu der Zeit, der dann angekommen ist. Wir waren dann alle vor Ort. Eigentlich an sich ein ganz unspektakulärer Tag, Alltag, Club-Alltag. So. Wir saßen im Café, es wurde gegessen, Essen bestellt, Nuvoline, Shisha, man hat gequatscht, so die Gruppen unter sich alle, man hat draußen gesessen, Polizei war vor der Tür, also nichts, so, ja. Der Däne kam dann und dann gab es aber dann eine Zusammenkunft von Kadir. Er sagt, er müsste ein paar Sachen besprechen. Hat dann so ein inoffizielles Meeting gemacht. Es gab immer Mittwoch so ein offizielles Meeting vom Club, aber da hat er irgendwie gesagt, er müsste trotzdem mal irgendwie alle zusammenrufen. Alle nicht relevanten Leute wurden Marisa verdient sich gerade ein First Wife-Patch. rausgeschickt, die nicht berechtigt waren, am Meeting teilzunehmen. Man muss eins wissen, der Club ist international aufgestellt, international connected. Das heißt, es gibt auch international überregionale Themen. Man hat da Dinge abgeklärt, Fahrten, Touren, wer jetzt raus ist, Geschehnisse, Kontakte. Also nichts wirklich strafrechtlich Relevantes, aber trotzdem strukturentechnisch schon relevante Sachen für den Club. Ja. Und da war die Situation so, da war der Dino noch da, es wurde in Englisch übersetzt, bla bla bla. Dass er das so ein bisschen alles versteht. Ich bin dann rüber, habe mir eine Shisha geholt. Wir hatten nebenan noch so eine Shisha-Bar, so eine kleine. Habe mir eine Shisha geholt. Das hat eine Viertelstunde gedauert, bis er da irgendwie klar kam mit den ganzen Sachen. Hat es mir dann mitgegeben. Als ich drüben war, war die ganze Nummer schon aufgelöst. Es war hin und her, es wurde geredet. Dann hieß es, gibt eine Ansage von ihm, die er dann auch gemacht hat, von wegen, wir sollen ins Eckbett fahren, gucken, ob Tahir da ist. Tahir war jetzt ein Begriff. Wie gesagt, es gab ja diesen Konflikt zwischen ihm schon seit Oktober, November bis dann dem Januar, dem besagten Tattag.
Aber es war nicht mein Thema. Ich war aus dem Thema raus. Ja. Ich war dann beteiligt, wurde auch verletzt und für mich war das ganze Thema schon erledigt. Ich habe mein Ding gemacht. Es gab halt mit seiner Gruppe 4, 5 Mann um ihn rum, so, das ist so eine Freundschaftsklicke gewesen. Auch aus dem Reinickendorfer Weddiger Kiez, eine Messerstecherei vor der Tür. Die wollten in die Disco rein, wo wir. Ja, wundert mich auch gerade. Van der Sar Michael fragt gerade, kann man als Member einfach bei einer Besprechung sich für 15 Minuten entfernen? Wüsste ich nicht, dass es bei irgendeinem Club geht. Also, mir wäre mein Gesicht aber komplett aus dem Gesicht gefallen, wenn jemand mitten im Meeting aufgestanden wäre und hätte gesagt, ich hole mir mal kurz eine Shisha. Da hätte ich gedacht, das ist versteckte Kamera. Oder da bettelt jemand gerade um Schläge bis rausschmiss. Kann aber sein, dass es dann gemacht worden ist, falls wir das falsch verstehen, in der Zeit, in der das ins Englische übersetzt wurde. Das muss man sich dann ja nicht nochmal anhören, aber es ist trotzdem komisch, das Meeting zu verlassen. Ja. Shisha ist wichtiger als Meeting, ja. Kann sein, dass es einfach in der Übersetzungsphase war. Mit verwandelt waren, inoffiziell, also einer unser Prospekt, dessen. Muss mal kurz raus, LKA ruft gerade an, Max Freezy. Brüder waren stiller Teilhaber und wir waren natürlich dann da und sind ab und zu hingegangen. Es war eine Disco, die auf jeden Fall viel, viel auch so Furore gesagt hat damals. Es war viel los dort. Und da gab es dann irgendeinen Abend, wie es auch manchmal so ist, so, ne, mit betrunkenen Gästen Theater. Bloß die waren halt ein bisschen hartnäckiger, die haben dann irgendwie, kamen nicht klar natürlich mit denen und wir sind natürlich dann runter, weil der Bruder, also einer unserer Anwärter, dann runtergegangen ist. Wir sind natürlich automatisch mit. Wir sind runter, sehen, es ist ein Hin und Her und da waren schon ein paar Jungs auch dabei, Türsteher, die sich wehren können, dann waren wir überfordert, weil es 6, 7 Leute waren, die waren zu zweit oder zu dritt. Und da gab es ein Hin und Her, die Jungs waren extrem angetrunken, haben dann aber uns gesehen, also ich kannte die nicht aus unserem Kiez. Die anderen kannten sie, weil die zusammen aufgewachsen sind. Und der eine hat den anderen erkannt, wusste nicht, ah, wir wussten nicht, tut uns leid. Ah, Man hat sich dann untereinander abgesprochen. Die Situation hat sich runtergekocht. Gab dann noch ein bisschen hin und her, aber dann eigentlich hatte sich das gelegt so. Trotzdem waren die noch stark alkoholisiert. Und dann kam irgendwie der Bruder von dem stillen Teilhaber, war auch so ein Profilneurose-Junge und hat dann irgendwie aus dem Nachhinein noch, obwohl das alles geklärt war, noch die Leute, deren Mütter beleidigt, ich fick euch und was auch immer. Was man halt so kennt, und das hat der eine sich nicht sagen lassen, hat dann nach ihm gelangt mit dem Messer. Es klingt alles nur nach Stress, dieses ganze Leben nur nach Stress, wieder Club, dort, dann, die Brüder, du hast mich beleidigt, du hast das gesagt, meine Mutter, deine Mutter, Buddha. Es ist, wenn man das so komprimiert hört, ne, was dieses Leben da drin bedeutet, da kann doch kein Mensch Bock drauf haben. Und hat dann irgendwie ihn getroffen. Ich kann mir jetzt nicht. Und dann war vorbei. Und dann war es eine Massenschlägerei zwischen 7, 8, 9 Leuten, also gegeneinander. Also die waren, glaube ich, 6, 7 und wir waren auch 6, 7, 8 oder 9. Das ist was. Und dann wurde da ineinander reingestochen, überall Schlägerei. Ich wurde unter mein Knie gestochen, bin da umgeknickt, weil meine Kniescheibe einfach, da war keine Verbindung mehr so irgendwie. Ich konnte nicht mehr, habe mein Knie nicht mehr gespürt. Der eine wurde in die Niere gestochen, dem anderen wurde ein Totschläger auf den Kopf, der hat einen Schädelbasisbruch, Nase. Also es war halt extrem blutig, extrem eklig. Die haben aber kassiert an dem Abend. Polizei ist gekommen, wir sind geflüchtet. Ich bin ins Krankenhaus, ins Jüdische in Wedding gekommen, habe mich flicken lassen, bin nach Hause. War natürlich aber eine Hausnummer, ja, so mit Abstechen und so. Hells Angels Abstechen ist jetzt nicht so, was man mal eben so kurz mal macht. Allgemein nicht, aber schon uns schon gar nicht. Ja, und dann hat sich das halt so zugespitzt. Ne? Der Junge, ich war bei den Gesprächen nicht dabei. Es hat Naja, mobile Account schreibt gerade, es wirkt so, als ob bei Philipp beim bloßen Zusehen der Doku wieder das Gangster-Burnout anklopft. Ist so. Ja, schon miese Verlierer, einfach ehrenlos alles, ja. Naja, dein Knie ist halb ab und die haben kassiert, typisch, ja. Oh, Mann, ja. Ja, und dann jetzt wurde der Club herabgewürgt. Wie können sie es wagen, sich mit uns anzulegen? Der ganze Club wird mal reingerissen, dann müssen wir los und den abknallen. Kriegst LL dafür. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Oh. habe ich erst durchs LKA später mitbekommen, dass es dann Gespräche gab zwischen den einzelnen Leuten. Von den 6 haben sich 5 dafür entschuldigt, haben sich gerade gemacht beim Club. Und der 6., der Thai, der später auch das Mordopfer ist, hat nicht klein beigegeben und war immer weiter und hat die Konfrontation mit Kadi gesucht.
Im Nachhinein habe ich auch mitbekommen, warum, weil die beiden schon lange eine Fehde miteinander hatten. Die kannten sich aus dem Wedding, die mochten sich noch nie, beides Alpha-Tiere. Da war auch mal eine Frau im Spiel, die eine, beide haben sie irgendwie mal mit der zu tun gehabt, eine Affäre gehabt. Und da sitzen ein paar Jungs jetzt für lebenslänglich füreinander, da hat jemand sein Leben verloren. Also sehr, sehr viel Ego, sehr viel so Quatsch eigentlich, aber am Ende des Tages führt es meistens dazu, dass sowas immer eskaliert, so, wenn so Männer extreme Egos haben. Und beide keinen Schritt zurückgehen, dann knallt es halt meistens. Und so war es halt auch, ne? Keiner wollte von denen zurückgehen. Beleidigungen sind gefallen. Dann gab es da Vermittler, die später als V-Männer von der Polizei enttarnt wurden, die da auch noch ihren Teil dazu beigetragen haben, auf beiden Hochzeiten getanzt haben, geschürt haben, statt zu deeskalieren. Ja, ob das deren Aufgabe dann war, ob dann V-Leute, Informanten dann dazu dienen, auch Cardia Party und Tar hier runterzubrechen, wenn das die eigenen Hells Angels Brüder nicht schaffen, ob das ein externer Informant dann kann. Ja, und das alles nur, weil man nicht normal arbeiten gehen wollte, Hannibal, ja. Und dann hat er sich eine Waffe besorgt, weil er der Meinung ist, man will ihn erschießen. Man sagt immer, auch in diesen Straßendingen, Frauen und Kinder nicht und nicht zu Hause. Die Regel gilt nicht mehr bei allen, ne? Weißt du? Er hat es aber gebrochen, indem er den Bruder von Kadir auf der Straße am helllichten Tag an der Residenzstraße, das war so unser Kiez, gesehen hat mit seinem Neugeborenen und seiner Frau. Der ist dann langgelaufen, der hat ein Tattoo-Studio gehabt. Dieses erste mit dir langgelaufen. Und der Tahir, so wurde es mir damals erzählt, ich war nicht dabei, ist raus aus der Tür und war bewaffnet. Und erst bei Padir, die wissen beide voneinander, hat ihn gesehen, hat ihn beleidigt, hat vor seine Frau und ihn, also so gespuckt. Und hat so die Dings gezeigt, mein Ticker, so. Ne? Also noch mehr kannst du da nicht ehren, also weißt du, in dem Bereich ist das mehr ein Ehrverletzung, Frau, Kind, so bedrohen kannst du nicht machen, das kannst du nicht bringen. Ich glaube, das hat dann machen das fast zum Überlaufen gebracht, noch diese ganze Geschichte und dieses Bedrohen und Beleidigen. Ja, Dudelik schreibt auch gerade, das mit Frauen, Kindern und nicht zu Hause, das ist das größte Märchen. Weiß, glaube ich, jeder, ja. Ja. Ja, aber ist klar, diese Reaktion erfordert wieder eine Gegenreaktion, sonst lachen alle drüber. Guck mal, das hat sich der Bruder von Cardia Padia gefallen lassen und Cardia Padia zieht nicht durch. Die sind in einen Strudel von Narzissten, Profilneurosen, wie wir es nennen, Narzissten, Profilneurosen, Egos, Gewalttätern in den Strudel gekommen, kam aus dieser Situation nicht raus, weil keiner sein Ego zurückschrauben konnte. Von Kadir gibt es da zig Telefonüberwachung und das war so die ganze Vorgeschichte von dem Thema und das ist da ging über mehrere Monate und Wochen. Ich war da nicht so im Thema drinne, weil ich halt wie gesagt mich schon von Kadir auch distanziert hatte. Es gibt dazu auch TKÜs, wo ich mich auch dazu geäußert habe, gesagt habe, ich bin nicht mehr so eng mit ihm, ich will so ein bisschen mein Ding machen, aber ich muss jetzt nicht hier überall an seiner Seite sein. Und ja, das hatte sich bis zu dem Tag nicht Wunder, geklärt. Dankeschön. Ja, im Gegenteil. Mich hat es aber nicht interessiert, weil es nicht mein Business war, weil es war ein Konflikt zwischen ihm und den beiden. Auf Club-Ebene, aber trotzdem sein Ding so. Ja, und dann hieß es, fahrt mal hin. Ich wusste, dass der Konflikt noch herrscht, aber mir ist ja egal. Für mich ist es auch Daily Business gewesen. Wir waren ja dauernd im Krieg, dauernd im Konflikt. Also irgendwo ist immer was passiert. Deswegen war es jetzt für mich auch Alltag. Wir sind dann dahin. Ich bin auch unbewaffnet gewesen. Wir sind hingefahren. Mit einem Bruder damals noch aus Frankfurt, der ist gerade frisch transferiert, sind dahin reingegangen. Das war alles relativ kurz angebandelt. Da waren ein paar Jungs vor Ort vom Café und der eine meinte, ey, macht nicht unnötig Stress, guck mal, da ist, wenn nicht, dann sind wir wieder weg. Sind rein, wir sind in die Ecke rein, sind schon ein paar Jungs von uns reingelaufen. Die sind wahrscheinlich schon an der Straße ausgestiegen. Das ist. Zu diesem Fall werden wir separat was machen, weil da kommt noch was. Ich würde das jetzt hier abbrechen. Ich muss jetzt auch in den Urlaub los. Tut mir leid, dass ich das so abrupt mache. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei seid. Knapp 900 Zuschauer. Dankeschön. Aber zu diesem Fall werden wir auch noch das andere Videomaterial sorgen, dass wir dann noch gucken, was in den Zeitungen so war. Es geht jetzt ja schon bald um die Mordaktion dort in den Kiosk rein, dort in das Hinterzimmer. Vielen lieben Dank, dass ihr auf diese Reise mit dabei seid. Dankeschön an alle, die ein Twitch Prime-Abo machen, Kanalmitgliedschaften, die das hier irgendwie unterstützen. Lasst gerne einen Daumen hoch da, einen Daumen runter, kommentiert gerne all das, hilft dem Video. Ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid. Ich brauche jetzt eine kurze Auszeit von 3 Tagen. Vielleicht melde ich mich mal live mit dem Handy. Vielleicht habe ich da Bock drauf, wenn ich da mal in der Sonne sitze, wenn wir Sonne haben. Oder vielleicht irgendwo sitzen, dann freue ich mich darauf, mit euch dann mich kurz von Sylt auszutauschen. Vielleicht machen wir dann eine spontane halbe Stunde. Vielen Dank erstmal, Ehre geht raus an Sequenz.
die das hier aufgenommen hat, holen mich ab. Ich hoffe, dass ich mit Kasra bald was zusammen mache. Wir stehen da in guten Kontakt, haben uns dann auch schon an gewissen Orten verabredet, aber das geht hier niemandem was an. Und da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich finde das gut, dass es hier erzählt wird. Hier ist ganz viel drin, was man lernen kann, was in diesen Milieus abgeht, was für ein stressiges Leben das ist. Keine Bruderschaft, keine Freundschaft, das gibt es dort nicht. Und ja, ich wünsche euch alle ein frohes Ostern. Bleibt sauber, bleibt frei und ja, bleibt dem Kanal hoffentlich treu. Und wie immer verbleibe ich mit einem...